Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcast-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, Podcast-Format sage ich, weil wir keinen klassischen Wochenrückblick haben. Wir haben uns vielmehr gedacht, wir nehmen dieses Wrestling-Wochenende Takeover Wargames 3 und die Survivor Series zum Anlass, nach einiger Zeit mal wieder eine klassische Pay-Per-View-Review zu machen. Das haben wir ja in der letzten Wochenrückblick-Ausgabe kurz angedeutet und ich habe meinen Terminkalender entsprechend umgestaltet, sodass wir das jetzt auch entsprechend durchziehen können. Allerdings nicht mit dem Olli. Er hat ja gesagt, er hat heute frei, das stimmt auch, aber er hat trotzdem andere Verpflichtungen, sodass er es nicht geschafft hat, heute für die Review zur Verfügung zu stehen. Das ist insofern gar kein Problem, denn beim nächsten Wochenrückblick wird er es sich nicht nehmen lassen, hat er mir schon durch unseren Teamchat mitgeteilt, auch noch seine 2 Cents zu den Shows zu hinterlassen. Gleichwohl habe ich gesagt, wenn ich jetzt schon den Tag freigeschaufelt habe, dann möchte ich jetzt diese Review auch gerne machen und habe bei uns im Team herumgefragt, wer könnte sich denn vorstellen, als Backup einzuspringen. Max hat wie immer gar nicht geantwortet. Zackattack und JME sind ja eh AEW-mäßig unterwegs und werden natürlich auch in ihren Podcast noch die NXT-Show gebührend ansprechen. Das ist ja bei uns immer zum guten Ton gehören, dass wir ein Podcast-Team haben, das sich so um den Rest der Welt kümmert. Das sind wir, Schwerpunkt WWE. Und das andere Team, das die Wednesday Night Wars auf dem Fokus hat, insbesondere AEW und dann auch immer den Bezug zu NXT. Sprich, da wird auch nochmal auf Takeover eingegangen werden. Die sind auch topfit, was die Storylines und Entwicklung angeht. Ich bin ja immer bei NXT derjenige, der die Show so aus der Perspektive eines, ja, ich will nicht sagen unbeteiligten Dritten anguckt, aber der nicht so tief in den Storylines drinsteckt. Das kann mal positiv sein, kann mal negativ sein. Bei uns bekommt ihr beide Sichtweisen. Da die beiden also hier für diese Show auch raus sind, Olli keine Zeit hat, Max sich wieder mal gar nicht gemeldet hat und auch der 0815-Kra-Kra sowieso noch am Arbeiten ist, haben wir improvisiert. Und zwar werdet ihr heute Zeuge eines Podcast-Debüt werden. Seit einigen Wochen habt ihr ihn schon bei uns auf der Seite vielleicht wahrgenommen. Er verfasst stellenweise WWE und AEW News und ist auch sonst immer an allen Fronten, soweit es die Zeit zulässt, zu Hause. Heute hört ihr zum ersten Mal seine Stimme. Auch ich habe sie heute zum ersten Mal, sag ich mal, akustisch wahrnehmen dürfen. Ich heiße herzlich willkommen unseren den Christian. Ja, hallo, wunderschönen guten Abend aus dem sehr kalten Wien. Ja, ihr habt schon gehört. Aus Wien kommst du. Jawohl, ja. Ich hoffe, dass das kein Problem ist für unsere Zuhörer. Was soll das denn heißen? Ich weiß nicht, ob Wien einen schlechten Stellenwert hat da draußen. Ach, kein Problem. Wir haben auch Jens und Max aus dem Osten, sag ich mal, akklimatisiert. Ja. Da haben wir mit Wien, es ist ja, muss ich aufpassen, was ich sage, so in den Zeiten, wo Jim Cornette wegen rassistischer Äußerung rausfliegt. Dass, also Wien ist ja, ich weiß nicht, kann man, nee, das sage ich lieber nicht, was Wien eigentlich ist. So 1938 liegt lange hinter uns und wir wollen das jetzt. Ja, da haben wir, ist ein bisschen Zeit vergangen, ja. Ja, ist auch nicht, wollen wir auch nicht scherzhaft thematisieren. Also schön, dass du bei uns bist. Ich finde das gut, diesen Wiener Schmäh habe ich irgendwie schon ewig gar nicht mehr auf dem Schirm. 2013 war ich mal in der Stadt und habe sie mir angeguckt. Da kannten wir uns ja noch überhaupt nicht. Ja, erzähl doch mal kurz ein bisschen was von dir. Was machst du bei uns im Team? Was sind so deine, sag ich mal, privaten Interessen und ja, damit unsere ja, User einen kleinen Einblick mal haben, wer heute mit mir die Review zusammen macht. Ja, also ich bin der Christian und ich bin jetzt seit circa einem Monat, etwas mehr als einen Monat dabei und ja, ich bin seit 2004 Wrestling-Fan, damals noch bei Tele5 mit SmackDown dabei gewesen und er hat mich sofort gecatcht. Und mit der Zeit habe ich dann mitbekommen, dass es auch ein Universum quasi außerhalb der WWE gibt, mit Ring of Honor, New Japan. Und ja, die WWE hat sich leider verändert oder ich habe mich verändert und ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob ich hier entwachsen bin und bin auch daher froh, dass wir einen, ja, Konkurrenten mit AEW bekommen haben und vielleicht kommen wir wieder an frühere Großzeiten heran.
Nebenbei spiele ich auch gern Fußball, schreibe sehr viel, also ich schreibe wirklich sehr gerne und ja, ich genieße es, in der lebenswertesten Stadt zu wohnen. Und ich denke, das ist für den Anfang mal hoffentlich ausreichend. Die lebenswerteste Stadt, sagst du? Die lebenswerteste Stadt. Ich wollte gerade sagen, also als ich da war, habe ich so und so erlebt, die Wiener. Also ja, da gehe ich mit. Das ist leider ein bisschen eine Schwachstelle, ja. Ich finde euren Spruch so gut. Wenn man irgendwie einen Termin wahrnehmen möchte und irgendwie klappt es nicht, sagen die Wiener ganz gerne oder der Österreicher allgemein offensichtlich ganz gerne, ja, es ist sich nicht ausgegangen. Das finde ich großartig. Ja, richtig, ja. Als ob ein anderer schuld wäre und man nicht selbst. Es geht sich leider nicht aus. Das ist großartig, finde ich Hammer. Ja, also ich meine, ich möchte jetzt nicht allzu große Hoffnungen scheren. Ich bin jetzt nicht der typische Wiener, möchte ich meinen. Ich bin zwar hier geboren, aber ich habe kroatische Wurzeln und deswegen kann ich vielleicht nicht mit jedem Schmäh hier euch beliefern oder zum Schmunzeln bringen, aber ich gebe mir Mühe. Er ist stets bemüht. Und mit den Worten steigen wir, würde ich sagen, gleich mal in die Shows ein, die uns beschäftigen wollen. Einmal, oder beschäftigen sollen und werden, einmal natürlich Takeover Wargames in der mittlerweile seit dem Revival 3. Ausgabe und natürlich die altehrwürdige Survivor Series. Ja, Olli und ich haben es in der Vorbesprechung schon gesagt, wir waren eigentlich dem Ganzen positiv gegenüberstehend, was die Shows angeht. Jetzt sind die Shows vorbei und ich muss sagen, enttäuscht wurde ich nicht. NXT TakeOver fand ich gut, nicht überragend. In den Details werden wir uns dann noch drüber austauschen. Die Survivor Series war sicherlich, meines Erachtens zumindest, definitiv nicht langweilig. Ob es zwingend eine gute Show war, darüber kann man streiten. Ich fand sie tatsächlich auch nicht schlecht. Stellenweise fand ich sie sogar sehr stark. Also das Survivor Series Match der Männer hat mir richtig gut gefallen. Das war für mich ein lockeres 4-Sterne-Brett. Ich würde sogar mehr als 4 Sterne geben wollen, diesem Ding. Und auch sonst war es zumindest, sag ich mal, interessant, sich anzugucken. Gelangweilt war ich nicht. 3,5 Stunden ging das Ganze. Das ist für WWE-Großveranstaltung fast schon erfrischend. NXT TakeOver mit 2,5 Stunden floss richtig gut vor sich hin. Und ja, also rückblickend, um das kleine vorweggeschobene Fazit gleich mal zu Beginn schon rauszuhauen, enttäuscht war ich nicht. Im Gegenteil, WWE hat hier vieles richtig gemacht. Über Booking-Entscheidungen im Detail kann man sprechen. Aber wenn man das Ganze auch unter dem Banner sehen möchte, NXT muss gestärkt werden, in Klammern Wednesday Night Wars sind ja auch noch zu gewinnen, dann hat man hier, finde ich, vor dem Hintergrund vieles richtig gemacht und nebenbei auch noch gute bis richtig gute Matches rausgehauen. Mein Fazit, das war gar nicht mal so schlecht. Christian, was sagst du? Ja, also da stimme ich dir wirklich großteils zu. Also ich habe mir die Matchcards angesehen vor den jeweiligen Shows und habe mir gedacht, das liest sich wirklich sehr gut. Also man kann sogar meinen, dass man sehr wenig falsch machen konnte mit diesem Aufgebot. Wie du schon gesagt hast, NXT eigentlich wie immer ging wirklich locker durch, richtig kurzweilig, kann man schön durchschauen. Und auch die Survivor Series, muss ich sagen, bis auf Kleinigkeiten kann man wirklich als eine der besseren Shows in diesen Jahren sehen, würde ich sogar mal meinen. Aber es gab natürlich ein paar Sachen, aber auf die werden wir definitiv jetzt noch eingehen, denke ich. Aber ich gehe da vollkommen mit. Das war wirklich grundsolide. In diesem Sinne, gehen wir doch mal neben der vorweggeschickten Gesamteindrucksdarstellung in die Show selber rein. Die Pre-Show von TakeOver habe ich nicht gesehen, Christian auch nicht. Deswegen gehen wir gleich in die Main-Show. Bei der Series ist es anders, da hat Christian heldenhaft auch die Pre-Show gesehen. Ich sagte, soweit kommt das noch, auch wenn tatsächlich das Triple Threat Tag Team Match auch da drin war, das ich sehr gerne sehen wollte, aber vielleicht hole ich es noch nach, je nachdem, was Christian mir dazu sagt. Bedauerlich ist es, dass man die Pre-Show von TakeOver nicht gesehen hatte, denn da wurden tatsächlich mal Weichen gestellt, auch für das, was in der Main-Show vor sich geht. Wovon spreche ich? Vom ersten Match des Abends, vom Wargame-Match der Damen. Da traten nämlich an Team Ripley, besteht aus Rhea Ripley, Tegan Nox, Dakota Kai und Candice LeRae, gegen Team Baszler, besteht aus Shayna Baszler, Io Shirai, Bianca Belair und Kay Lee Ray. Eigentlich sollte Mia Yim
im Team Ripley stehen, die wurde kurzzeitig rausgeschrieben. Das vollzog sich nach allem, was ich jetzt gehört und gelesen habe, im Rahmen der Pre-Show, wo dann Rhea Ripley die gute Dakota Kai motivierte, doch ihrem Team beizutreten, die nach einigen hin und her sich dazu auch bereit erklärt hat. Das hat man tatsächlich im Main-Roster mit ein, zwei Nebensätzen uns auch gesagt, aber wirkte doch so ein bisschen, ja, on the fly, by the way, wie soll ich sagen, Christian? Ja, es war etwas, ein bisschen schade, weil ich persönlich, um jetzt ein bisschen vorzugreifen, fand den Turn eigentlich richtig cool und richtig gut umgesetzt, aber dass man mit mir jedem einfach nur nebenbei einen wichtigen Part dieses Matches einfach so rausnimmt. Was ich weiß, handelt es sich hier um eine Nasenverletzung. Also ich bin mir da jetzt auch nicht so ganz sicher, aber da hat sie sich verletzt und musste dann kurzfristig in das Match. Und ja, man hätte das vielleicht anders lösen können, aber offensichtlich geht man bei der WWE davon aus, dass man auch die Kickoff-Shows sich reinzieht. Von daher liegt der Fehler vielleicht hier auch bei uns. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Kann natürlich sein, aber ich dachte, also wie oft wird denn bei den Pay-Per-Views im Rahmen der Main-Show auch das im Rahmen der Pre-Show gezeigte nochmal Bezug genommen? Also das kommt ja alle Nase lang vor und hier hätte sich's doch quasi geradezu angeboten, in Anführungszeichen, es war in die Augen springt, hier mal kurz einen Bezug herzustellen, weil es ja doch wirklich Ereignisse waren, die kurz vorher stattgefunden haben. Und ich weiß nicht, ob man dem WWE-Fan oder generell dem Fan irgendeines Produktes, ich will nicht sagen zumuten, aber ob man es von ihm erwarten kann, sich über die sozialen Medien oder irgendwie noch Internetrecherche zu betreiben, was da jetzt los ist, hätte man vielleicht ein bisschen ausführlicher darstellen können. Wir sind nicht die Einzigen, denen das so ein bisschen nebenbei vorgekommen ist. Da haben sich auch namhafte Charaktere schon zu Wort gemeldet und von daher, der Eindruck ist bei uns auch entstanden. Es gibt Schlimmeres, wollen wir jetzt auch gar nicht irgendwie hier als schlimm Fauxpas oder so darstellen, aber man hätte es vielleicht ein bisschen eleganter lösen können. Nun denn, das Match als solches war nicht nur kurzweilig, für mich war es tatsächlich sogar das stärkste Match des Abends. Muss ich aufpassen, wenn ich das jetzt hier so sage, aber ich fand es richtig, richtig gut. Das erste Mal die Mädels in einem Wargames-Match war ja für sich schon mal interessant. Man war dann auch gespannt, wie wird man es wohl umsetzen von Seiten der WWE und ich finde, sie haben es stark umgesetzt. Da, bei den Mädels hat wirklich keiner irgendwie Halbgas gegeben. Die sind alle an ihr Limit stellenweise drüber hinausgegangen. Es war auch nicht von ungefähr so, dass man Io Shirai und Candice LeRae den Anfangsspot gegeben hat. Io Shirai ist für mich immer noch die stärkste Workerin bei NXT und die mussten dann ja erstmal 5 Minuten in Anführungszeichen über die Bühne bringen. Und das haben sie solide gemacht. Ein Rausreißer war es nicht, aber man hat schon die, sag ich mal, wrestlerisch vielleicht versierteste und Candice LeRae ist ja nun auch nur alles andere als eine schlechte, da in den Ring gepackt und die haben dann entsprechend gearbeitet. Wie es dann so ist, im Wargames-Modus kamen dann die Leute aus dem Team dann nach und nach hinzu. Bianca Belair machte den Anfang. Rhea Ripley war die zweite, die dazu kam. Die hat dann auch erstmal deutlich gemacht, in welche Richtung hier der Hase laufen wird, indem sie da Mülltonnen, Kendo-Sticks und so weiter in den Ring gebracht hat, wofür es dann großen Jubel gab, denn dafür war man ja da. Man wollte ein bisschen Gimmicks und Waffen zum Einsatz gebracht sehen. Kaylee Ray kam als Nächste, die auch Stühle mitbrachte und dann kam Dakota Kai. Du hast es eben schon angesprochen. Viele haben diesen Turn ja vorhergesehen, vorausgesehen. Es war auch, glaube ich, nicht so schwer, man musste nicht irgendwelche seherischen Fähigkeiten haben. Die Art und Weise, wie man es dann inszeniert hat, fanden viele gut. Christian sagte auch, ihm hat es auch gefallen. Ich fand es auch gut, auch die Fachleute, auch die Selbsternannten fanden das richtig gut. Ihr habt es ja dann gesehen, sie ist aus dem Ring raus, hat dann Anlauf genommen und mit einem Big Boot Tegan Nox dann ausgeschaltet, weiter auf sie eingeprügelt. Die Kommentatoren sprachen davon, oh, vielleicht potenzielles Karriereende. Was hat sie denn da jetzt mit der armen Tegan gemacht? Großartiges Selling auch von Shayna Baszler, die sich gerade zu tot gelacht hat in ihrem Käfig. Was ja, das war großartig. Denn da gerade draußen abging, bitte? Das war wirklich großartig, die Reaktion von Shayna Baszler. Hammer, fand ich auch. Ja. Gut, dann
gab es dann eben diese Überzahlsituation und Shayna Baszler dann als Letzte, die ein 4 gegen 2 sozusagen dann komplett machte. Man kann sagen, es war vielleicht ein bisschen vom Storytelling überdreht. Man kann sagen, dieses 4 gegen 2 muss es denn sein. Ich fand es auch in dieser Art und Weise, was die Inszenierung angeht, wirklich richtig gut. Es war dann ein Sieg der Underdogs. Es war, wir haben da auch Spots gesehen, gute Güte, da habe ich ja Christian gleich dann noch ein paar Notizen gemacht hat. Lange Rede, kurzer Sinn, für mich war es ein verdammt starkes Wargames-Debüt der Mädels und für mich tatsächlich auch Match of the Night, Christian. Ich glaube, ich gehe da sogar mit dem Match of the Night, wenn ich mir jetzt kurz auch die anderen Matches anschaue. Ich fand nämlich die Match-Story wirklich großartig erzählt. Ich habe ein bisschen Sorge gehabt, dass es etwas unrealistisch rüberkommen kann, mit einer 4-2 Unterzahl dieses Match zu gewinnen. Aber ich finde, sie haben das wirklich sehr realistisch rübergebracht. Ich habe jetzt auch keine Botches oder Sonstiges mitbekommen. Ihre Sachen, also Io Shirai von ganz oben mit ihrem Moonsault, unfassbar, hat wirklich, das war perfekt umgesetzt, sowohl von ihr als auch von ihren Mitstreiterinnen im Ring. Vielleicht sogar der Spot des Abends, wenn wir vielleicht nicht an das beim Männermatch denken. Der Turn von Dakota, ihre gut umgesetzt. Ich fand es auch großartig, wie Shayna dann, als sie vom Käfig befreit wurde, so langsam einfach zum Ring stolziert, siegessicher. Und dadurch hat sie wohl auch die Kontrahentinnen Rhea Ripley und Candice LeRae unterschätzt. Und ich fand auch das Finish wirklich cool. Man hat dadurch auch nicht den Finisher von Baszler geschwächt. Und für mich auch Rhea Ripley ein potenzieller Topstar für die WWE, wenn sie es richtig umsetzen, könnte das der absolute Topstar werden. Ich finde, sie hat eine tolle Ausstrahlung, tolle Ringfähigkeiten. Also ich war schon mal wirklich begeistert vom ersten Match. 28 Minuten circa ging es, richtig kurzweilig. Also ich kann da, wenn wir jetzt vom Sternesystem ausgehen, also 4 Sterne sind es definitiv. Mal sehen, ob man vielleicht noch über weitere nachdenken kann. Aber ein toller Anfang, denke ich mal. Und die Crowd war auch toll drin. Also ich sehe da wenig Kritikpunkte, um ehrlich zu sein. Nee, gehe ich genauso mit. Ich war sogar bei 4¼, glaube ich, was die Sterne angeht. Okay, das war schon Hammer. Also, es war wirklich ein großartiger Auftakt. Also ein Match of the Year wird vielleicht schwierig, aber es kommt definitiv auf die Liste, würde ich sagen. Ja, also ich bin mir auch sicher, dass Meltzer hier 4½ zücken wird. Das werden wir in den nächsten Tagen dann ja auch sehen. Und da würde ich auch nicht streiten. Also ja, irgendwo zwischen 4 und 4½ sind wir, glaube ich, schon gut aufgestellt. Das denke ich schon. Definitiv, ja. Du hast es eben schon angesprochen und ich wollte auch noch mal kurz in dieselbe Kerbe hauen, weil so ein bisschen links und rechts gucken ist ja immer gar nicht so schlecht. Wir haben einmal das Selling oder... Ja, nennen wir es mal Selling im weitesten Sinne von Shayna Baszler kurz angesprochen und dann auch die Inszenierung, Darstellung und auch ihr Charisma, nämlich Rhea Ripley. Es ist mir auch ein kleiner Vorgriff auf die Survivor Series, es ist mir auch so bewusst geworden, man kann über Shayna Baszler viel sagen. Man kann sagen, ja, ihr Stil wirkt manchmal ein bisschen hölzern. Man kann sagen, ja, eine perfekte Wrestlerin ist sie dann auch vielleicht nicht. Und die Chemie auch mit und so weiter und so fort. Das ist alles für mich zumindest nachvollziehbar. Sie hat sich meines Erachtens stark verbessert in der Zeit, wo sie bei NXT ist. Und sie hat eine Sache, die sie vielleicht, aus meiner Sicht zumindest, mehr hat oder etwas mehr vielleicht davon als manch andere. Und Rhea Ripley könnte auf einem ähnlichen Weg sein. Aber ich finde, Shayna ist im Moment noch ein Tick deutlicher dabei, gerade in Bezug auf das Survivor Series Match, das sie dann ja am nächsten Tag noch hatte. Ihr Charisma, ihr Superstar-Status, will ich es mal nennen. Shayna Baszler ist ein Star. Sie kommt rein und da gibt es nichts zu deuteln. Also sie lässt sich da auch nicht anfechten von irgendwas. Sie zieht ihr Ding durch.
Sie ist da auch ein Stück weit einzigartig in dem, was sie macht und wie sie es macht. Ihr Charakter, ihr Gimmick, das ist nicht ein aufgeschustertes Gimmick. Das wirkt wirklich so, oha, jetzt kommt Shayna und räumt hier auf. Und auch wenn sie mal verliert, ja, dann verliert sie eben. Aber sie ist ein Badass und kommt dann wieder und nimmt dann Rache. Und wenn sie ihren Sleeper ansetzt, dann passt du aber auch genau auf. Also Shayna hat eine Entwicklung, was Star Appeal gemacht, die ihresgleichen ansieht. Und sie bringt eben etwas mit, was viele im Main-Roster, ich sag mal im gleichgeschalteten Main-Roster, so nicht haben. Auch eine Becky hat es meines Erachtens tatsächlich in dieser Form nicht, ist eine private Meinung. Aber Shayna Baszler, Christian, Hammer aus meiner Sicht. Also absolut. Ich erinnere mich an ihre Anfangszeit und ich muss zugeben, ich war nicht wirklich begeistert, dass man ihr den Titel gegeben hat, aber mit Laufe der Zeit musste ich mich hier zurücknehmen, weil sie war oder sie ist meiner Meinung nach wohl der beste Heel, den die Frauen in der WWE haben, also den die WWE hat als Frau. Man kauft es ihr ab, dass sie ein starker, selbstbewusster Champion ist. Die Entwicklung, die sie gemacht hat, ist meiner Meinung nach auch sehr stark. Kann man nur mit wenigen vergleichen. Ich fand auch das Sit-Down-Interview, als sie das Interview mit Becky Lynch gecrashed hat, wirklich, wirklich großartig. Die Run-Ins, die sie hatte, es ist aber auch die Darstellung. Also man merkt, dass sie bei NXT eine großartige Darstellung hat. Und wenn sie mal verliert, dann lässt man sie so verlieren, dass es sie nicht schwächt. Sie ist jetzt auch Championess wahrscheinlich schon, was weiß ich, 600 Tage, fast 600 Tage. Und es ist nicht so, als wäre es langweilig, weil die Matches von ihr sind immer in dieser perfekten Heel-Face-Manier, so quasi old school. Und ich finde das gut und ich finde, wie du schon angesprochen hast, das Charisma ist definitiv vorhanden. Und ich denke, wenn sie noch ein bisschen an inneren Fähigkeiten arbeitet, dann kann das auch ein weiterer Topstar werden. Die Frage ist natürlich, wie das dann im, ja, Anführungszeichen Main Roster ist, auch wenn man ja mit NXT vielleicht jetzt auch schon als ein Main Roster Brand mitgehen kann. Aber ich stimme dir da auf jeden Fall zu, eine wirklich tolle, tolle Entwicklung, die sie genommen hat. Ja, und Ripley wurde ja auch bärenstark dargestellt an diesem Wochenende. Also wenn du drei, vier Namen rausnehmen willst, die jetzt hier wirklich einen Push gekriegt haben, dann ist Rhea Ripley aber ganz weit vorne dabei, was diesen Push angeht. Und irgendwie kommen alle, die gepusht worden sind aus dem Hause NXT, dazu dann aber spätestens bei der Series mehr. Und die Fans haben sie angenommen. Auch bei der Series haben die Fans Rhea Ripley angenommen. Und da hat man was, also Vince wird es registrieren, hoffentlich. Und ja, wir werden euch weiter über die Entwicklung unterrichten, ist ja logisch. Gut, also bärenstarker Opener zu Beginn. Wir waren sehr angetan und viele von euch auch, so was ich gesehen habe an den Reaktionen. Und dann ging es weiter. Im Vorfeld habe ich sehr viel Hoffnung in das NXT Triple Threat Match Number One Contendership Dings gelegt. Pete Dunne, Killian Dane und Damian Priest. Olli goss schon etwas Wasser in den Wein und mahnte zu einer etwas weniger euphorischen Interpretation oder Erwartungshaltung. Und als das Match jetzt dann über die Bühne gegangen war, muss ich sagen, es war richtig gut, aber er hat tatsächlich aus meiner Sicht recht gehabt. Alle drei haben unglaublich hart gearbeitet. Killian Dane, das habe ich im Vorfeld ja auch schon angedacht, ist in solchen Matches immer ein Overachiever. Also der bringt hier immer noch ein bisschen mehr, als er sonst kann. Diese Stipulation ist wie für ihn gemacht. Da kann er seinen Körper einsetzen, da kann er sich zerstören, da kann er High Risk gehen. Das tut er auch immer wieder und er liefert immer stark ab. Pete Dunne ist auch in solchen Matches immer gut, neigt aber dazu, dass man hier seine Stärken, die im technischen und im wrestlerischen Bereich sind, manchmal vielleicht nicht ganz so wahrzunehmen, wie man das in Singles-Matches tun würde. Und Damian Priest hat seine Rolle auch ordentlich gespielt. Hatte auch seine Momente bekommen, wo er glänzen durfte.
Trotzdem habe ich mir hier irgendwie ein kleines bisschen mehr noch erwartet. Also sternmäßig sind wir hier locker über 3,5 rüber. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Aber vielleicht wollte ich dann doch irgendwie doch ein 4-Sterne-Match da draus sehen. Und da war ich mir nicht sicher, ob es das war. Also am Ende des Tages, 20 Minuten, richtig gutes Match, richtig gutes Triple-Threat-Match. Aber eben dann doch nicht der Show-Stealer, den ich im Vorfeld vielleicht erhofft hatte, vielleicht auch zu sehr sehen wollte. Mal gucken, was Christian dazu sagt. Ja, also es gibt dann wohl ein NXT-Phänomen, vor allem bei TakeOver. Was macht dort ein gutes und was macht dort ein weniger gutes Match aus? Und ich glaube, dass dieses Phänomen hier zutrifft. Das ist für mich auch ein wirklich großartiges Match eigentlich. Ging eventuell ein bisschen unter aufgrund der doch relativ späten Ansetzung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, da gab es ja ein paar Probleme. Man hat da irgendwie die Ansetzung entweder zu spät angesetzt oder man war sich nicht sicher, ob man mit Fiend, Lesnar und Adam Cole gehen wird bei der Survivor Series. Und vielleicht hat es auch deswegen ein bisschen gelitten. Aber ich gehe auch mit, also 3,5 Sterne haben wir hier sicher, aber ich denke, es ist wirklich schwer zu sagen, was hier einem auch fehlt. 20 Minuten, es war jetzt auch nicht langweilig. Ich war eigentlich auch sehr gut drin, aber man sagt ja auch sehr oft, ich wurde nicht abgeholt. Ja. Das trifft es hier, glaube ich, wirklich gut. Ja. Wobei das immer, also wenn die Leute sagen, das Match hat sie von vorne bis hinten geflasht, werde ich auch nichts gegen sagen können, weil das dann die Nuancen sind, die einen eben dann persönlich ansprechen oder nicht. Und ich weiß nur, dass auch die Fans es offensichtlich auch so wahrgenommen haben wie wir. Die sind hier nicht so steil gegangen, dass sie die Bude abgerissen haben. Das kann man auch nicht sagen. Sie waren drin, sie haben es gefeiert, sie haben jedem Worker den Respekt gegeben, den er verdient. Aber sie sind eben nicht in Exzess gegangen, in Anführungszeichen. Aber wenn wir das schon als Kritikpunkt nehmen, dann weiß man ja, auf welchem Level auch dieses Takeover wieder sich im Gesamten eben bewegt hat. Definitiv, also, ja. Hammer. Und auch das war eben ein, und alles, was über 3 Sterne ist, ist eben ein gutes Match. Und wir beide sind hier bei über 3,5, also ein richtig gutes Match. Und das wollen wir ja nur auch mal erwähnen. Pete Dunne übrigens meines Erachtens der richtige Sieger. Killian Dane wird bei NXT nicht in den Main Event Status kommen. Das ist, glaube ich, relativ sicher. Und Damian Priest ist einfach noch nicht zu lange da. Da muss man mal abwarten, wo bei ihm der Weg hingeht. Und Pete Dunne, was die wrestlerische Klasse angeht, schon die richtige Wahl, oder? Absolut, ja. Gehe ich mit. Pete Dunne, das war jetzt für mich auch nicht überraschend, der Sieger. Damian Priest könnte in Zukunft den Main Event Spot bei NXT bekommen. Kommt drauf an, wie man Backstage über ihn denkt. Ich denke, auch aufgrund seiner sehr einzigartigen Stimme könnte das sehr interessant werden. Und ja, Killian Dane, ich weiß nicht, ob er vielleicht sogar bereit wäre, zu SmackDown oder Raw zu gehen. Er hängt vielleicht ein bisschen in der Luft. Schwer zu sagen, aber um bei dem Thema zu bleiben, Pete Dunne, absolut für mich wahrscheinlich einer der stärksten im gesamten NXT-Roster. Absoluter Number One Contender, ja. Ja, auch wenn das natürlich immer so den Beigeschmack eines Intermezzo-Matches hatte, denn kaum einer hat ja wirklich damit gerechnet, dass Cole den Titel verlieren würde, aber darüber sprechen wir dann bei der Series selber. Dritte Match des Abends, da war ich im Vorfeld ein bisschen zurückhaltend. Finn Balor gegen Matt Riddle. Olli sagte vor dem Match, er ist sich sicher, dass Balor gewinnt. Ich war zuerst ja so ein bisschen, hier könnten beide gewinnen. Nach Ollis Ausführung war ich mir auch sicher, habe ich auch im Podcast gesagt, dass hier Finn Balor wohl gewinnen wird. Jetzt im Nachhinein macht es natürlich Sinn, dass Balor gewonnen hat. Das haben wir auch im Podcast angesprochen. Warum, wenn du eben Faces für NXT brauchst, um gegen AEW zu bestehen. Und Balors Name hat eben eine Zugkraft. Er war ja auch Universal Champion. Er war auch Midcard Champion bei, ich glaube, Intercontinental Champion im Main Roster. Also der hat ja einen Namen. So, allerdings weiß man, dass Vince von Matt Riddle auch ziemlich überzeugt ist. Da hat Jens gerade heute eine News rausgebracht, sodass man eventuell hier vielleicht auch auf die Idee hätte kommen können, gut, geben wir jetzt eben Riddle den großen Push und geben ihm den Sieg mal.
über Finn Balor und gucken mal, wie es weitergeht. Denn unter uns, die Zeiten, in denen NXT nur auf das NXT-Roster geschielt hat und damit versucht hat, die Wednesday Night Wars zu gewinnen, die sind mehr oder weniger vorbei. Da gehe ich mal zumindest von aus. Man hat jetzt Kevin Owens wieder zurückgebracht, man hat Finn Balor zurückgebracht. Mal gucken, wie man noch so dann und wann dort auftreten lässt. Also NXT wird Schützenhilfe aus dem Main-Roster bekommen und von daher hätte man auch überlegen können, ob man dann vielleicht einem NXT-Guy einen Prestige-Sieg über solchen Main-Roster-Stars gibt. Man hat es hier jetzt nicht gemacht. Man hat Finn Balor sein erstes großes Match nach seinem Comeback gewinnen lassen und es ist wohl auch richtig und konsequent, es so zu tun. Die Art und Weise war nun auch alles andere als schwach. Also wir haben hier ein technisch richtig gutes Match gesehen. Auch interessant, wie die verschiedenen Stile hier miteinander harmonieren. Matt Riddle hat ja dann doch einen sehr eigenen, auch MMA-orientierten, athletischen Hintergrund, während Finn Balor dann natürlich doch eher aus der wrestlerischen und technischen Ecke kommt. Ich fand das Match gut. Ich weiß nicht, warum ich es nicht sehr gut fand. Die Zeit passte, knappe 15 Minuten. Die Fans waren auch drin, der Nearfall war ja auch da, Spear und Jackhammer, Grüße an Goldberg gehen hier raus, das war alles schon super, aber auch hier, bei den 4 Sternen bin ich nicht. Übrigens, Meltzer hat das Match in den höchsten Tönen gelobt, ja, also ich klapper jetzt hier auch nicht Experten nach, die Experten fanden dieses Match sogar bärenstark, ich irgendwie nicht, ich fand es nur richtig. Oder ich fand es gut. Ich fand es irgendwo zwischen gut und richtig gut, also zwischen 3 und 3,5 Sternen. Mal gucken, was Christian sagt. Also, um jetzt nochmal auf das vorherige Match einzugehen, ich fand zum Beispiel Balor gegen Riddle besser. Ich war besser drin. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ein Balor-Fan bin, also um es so auszudrücken. Ein tolles Match. Ich würde es etwas stärker als das First Contenders Match einschätzen, aber das ist dann auf jeden Fall Ansichtssache. War gut geführt und ich finde die Matchzeit auch perfekt, weil ein 20-Minuten-Match, glaube ich, hätte hier nicht so gut funktioniert. Ja, Balor, glaube, man kann sagen, er hat sich zu NXT gerettet. Ich glaube, viele andere würden sich das auch wünschen. Cesaro zum Beispiel. Weil er hing im Main Roster etwas in der Luft, oder was heißt etwas komplett. Nachdem er relativ schnell zum Universal Champion wurde, kam dann auch die Verletzung. Und ich glaube, da hat dann Vince auch gemerkt, ja, okay, das ist nicht mein Main Guy, der ist verletzungsanfällig, das war's. Was ich etwas schade fand im Vorfeld, er hat ja quasi den Prinz angekündigt, ja. Ich weiß nicht, ob viele sich erinnern, bei New Japan an den Prinz. Und ich hätte mich hier vielleicht so, weil er war ja damals auch berühmt für seine Entrances, für seine richtig einzigartigen Entrances. Und ich habe hier vielleicht auch auf so einen Special Entrance gehofft. Es blieb dann eigentlich relativ beim gleichen Entrance. Das fand ich etwas schade. Matt Riddle, da kommen wir wahrscheinlich auch zur Survivor Series, ein Mann, der sehr oder relativ over ist. Ich finde ihn wirklich sehr gut im Ring. Aber dennoch glaube ich, dass hier Balor der richtige Sieger ist, einfach nur damit man ihm als, ja, man kann ja fast sagen, den Top-Heel, wenn man jetzt vielleicht Undisputed Era rausnimmt, dass man ihm den Sieg gibt bei seinem Premieren-Match wieder zurück bei NXT. Von daher würde ich es als, ja, es war vielleicht das zweitstärkste Match des Abends oder man muss halt überlegen mit dem Wargames-Match der Männer, aber besser als das First Contenders-Match auf jeden Fall und ich war auch hier wirklich gut drin, hat mir gefallen und ich denke, da kann man sehr zufrieden sein. Also nehme ich mit, du hast es tatsächlich einen Tick stärker gesehen als ich. Ich fand zum Beispiel das Triple Threat Match einen kleinen Tick stärker. Technisch das Balor Match sicher, aber irgendwie, weiß nicht. Also das, da scheiden sich die Geister, denke ich mal. Ja, viele fanden es eher gut, da gebe ich dir auch recht. Da fühlst du, sag ich mal, mit der Mehrheit in diesem Fall. Ich denke, das ist dann Ansichtssache, weil also das ist halt ein so hohes Niveau mittlerweile bei NXT, bei den Takeovers. Ich denke, kann man auch nicht mehr viel dazu sagen. Richtig. Ja, und dann war es dann auch langsam Zeit für das Wargames-Match der Männer. Das hat man jetzt
wieder zum Main Event gemacht. Man hätte ja auch sagen können, wir packen die Mädels dahin, aber da man bei der Series ja mit den Mädels höheres vorhat, hat man hier vielleicht gesagt, gut, packen wir hier die Jungs in den Main Event. Wargames Match Zeit. Team Ciampa bestehend aus Tommaso Ciampa, Keith Lee, Dominik Dijakovic oder Dijakovic, wie die Amis ihn aussprechen, und einem Überraschungsteilnehmer, der vielleicht kommt oder auch nicht, so ein bisschen liest man es offen. Ciampa sagte im Vorfeld, wenn diese Person kommt, ist gut, wenn nicht, machen wir zu dritt, wir kriegen das schon irgendwie hin. Gegen die Undisputed Era in ihrer ganzen Pracht, bestehend aus Adam Cole, Roderick Strong, Bobby Fish und Kyle O'Reilly. Jo, das Match ging wie folgt los. Für die Undisputed Era kam Roderick Strong gleich zu Beginn zum Einsatz und Ciampa ist nach seinem Entrance gleich durchgelaufen und hat gesagt, ich nehme die Sache hier gleich mal in die Hand. Und so haben sich Strong und Ciampa zu Anfang ein bisschen beprügelt. Ciampa hatte das Match komplett unter Kontrolle, die ersten 5 Minuten, bis kurz vor dem, merkwürdigerweise, vor dem Erscheinen von Kyle O'Reilly. Da hat Strong die Oberhand bekommen, was natürlich Kyle O'Reillys Eintreten so ein bisschen merkwürdig hat aussehen lassen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn Ciampa Strong auch da dominiert hätte und dann O'Reilly Strong rettet und dann die beiden auf ihn einschlagen. Egal, man hat es anders gemacht. Zumindest waren dann 2-1. Als nächster kam Dominik Dijakovic und dann Bobby Fish für die Ära, Keith Lee für Team Ciampa und am Ende Adam Cole. Adam Cole war diesmal derjenige, der dann hier ordentlich für Feuer gesorgt hat. Und ich weiß nicht, wie viele Tische er in den Ring geschoben hat. Es war richtig groß. Als der erste Tisch kam, gab es einen riesen Pop, weil die Halle ja unbedingt Tische haben wollte. Beim zweiten dann auch. Und dann irgendwann gab es immer noch Pops, aber er wurde dann immer langsamer und leiser. Aber er kam immerhin. Weiß der Geier, warum Adam Cole da einen Tisch direkt neben dem Eingangsbereich zum Käfig aufgebaut hat? Das machte ja vorne und hinten keinen Sinn. Es wirkte schon sehr, sag ich mal, Fishing for Spots, so nach dem Motto. Das war ja klar, dass dann Cole da reinfliegt. Ja. Aber was da irgendwie eine logische Erklärung für gegeben hat, oder was, warum hätte er sonst den Tisch da aufstellen sollen für irgendwas? Macht ja keinen Sinn. Egal. Ja, und dann ging's los. Also ging's ja richtig los, denn das Wargames-Match beginnt ja immer erst offiziell richtig, wenn der Letzte aus einem Team da ist. Denn wir wussten nicht, kommt jemand oder kommt noch irgendwie doch keiner mehr. Die Uhr ging runter und es kam keiner. Wir haben gewartet, es kam keiner. Und dann kamen die ersten Takte von Kevin Owens Entrance. Es gab einen riesen Pop, unglaublichen Pop. Und Owens kam und hat sich im Ring akklimatisiert. Interessante Randnotiz, als dann irgendwie Cole, glaube ich, mit Owens da in den Dialog treten wollte und ihn für die Undisputed Era begeistern wollte, hat er dieses Era-Zeichen da gemacht, dieses Kreuz, und Owens hat mit der Suck-It-Geste reagiert. Boah. Ich sag gar nichts dazu. Ich frage mal Christian, wie hast du das wahrgenommen? Also grundsätzlich, ich fand, mit Kevin Owens hat man die richtige Wahl getroffen. Ich habe irgendwo ich habe gelesen, dass Leute CM Punk erwartet haben. Eh klar, Chicago. Aber was ich nebenbei sehr interessant fand, die Entrance von Kevin Owens, er hatte ja den gleichen Titantron und das gleiche Gear an, was er auch 2014 bei seinem NXT-Debüt anhatte. Das fand ich relativ cool. Ja, ich muss sagen, auch sein Stunner fand ich ganz lässig, als er ihn am Anfang gebracht hat. Also ich hin und wieder. Jetzt übertreibt man da ein bisschen. Noch dieses Sacke-Zeichen. Ist nicht so meins, weil es wirkt extrem gestohlen. Es wirkt, man möchte Pops erzwingen. Und ich finde, das muss er nicht. Er war unglaublich over. Das war irre, wie die Fans ihn gefeiert haben. Also, ich weiß jetzt nicht, ob er bei NXT bleibt. Werden wir vielleicht auch bei der Survivor Series drauf eingehen, aber er soll bei seinem bleiben. Er ist over mit seinen Sachen. Er muss auch nicht den Stunner auspacken. Aber das ist meine Meinung. Also das fand ich nicht so gut, aber sonst fand ich, mit Owens hat man hier wirklich die richtige Wahl getroffen.
Ich habe vor diesem Hintergrund der Suck It-Geste gerade deswegen so ein bisschen die Stimme sinken lassen. Warum war Owens da? Man kann es ja auch Storyline-mäßig erklären. Ja, Hunter ist vorher bei Raw aufgetreten und hat gesagt, Owens, komm doch zu NXT, das Main-Roster hat dich nie verstanden. Man hat dich geholt, obwohl man gar nicht wusste, was man da an dir hat und was man da von dir braucht. Komm doch mal lieber zu uns. Und übrigens, die Undisputed Era ist nur so zum Gucken da. Wir wollen dich nicht einschüchtern, so nach dem Motto. So, nun kam Owens bei NXT. Kann man sich schon drüber Gedanken machen, ob nicht Hunter das Ganze eingefädelt hat und ob nicht Owens hier als Scherge von Hunter jetzt rüberkommt mit dieser Suck-It-Geste? Das war so ein bisschen das, was mir an der Sache gar nicht gefallen hat, weil Owens ist nicht der Typ, der sich kaufen lässt. Oder auch die Shane McMahon-Storyline ist mir schon klar, dass Owens ja finanzielle Probleme hat. Völliger Schwachsinn, aber das wirkte so, als ob Owens, der ja immer so ein bisschen als der Bad Guy und der Rebell so rüberkam, er war ja jahrelang Heel bei WWE, dass der jetzt hier so Hunters Schoßhündchen ist, das wollte mir irgendwie nicht gefallen. Mir auch nicht. Also ich muss halt auch hier der WWE mal was Positives zusprechen. Es hat absolut Sinn ergeben, weil ja Owens bei Raw von der Undisputed Era angegriffen wurde und dass er sich entscheidet, jetzt diesem Team zu helfen, hat absolut Sinn ergeben. Wie du schon sagst, Owens ist ein Badass. Das ist ein Selbstläufer. Der braucht keine Storyline à la Seth Rollins mit der, wie hieß es damals, mit Triple H, der Authority. Das ist er nicht. Und das darf er auch nicht werden. Und ich hoffe, dass man nicht diesen Weg mit ihm gehen wird, sondern entweder bei NXT oder im Main-Roster ihn endlich wieder in die höheren Sphären pusht, weil ich glaube, Owens ist einer der wenigen, der noch wirklich over ist. Auch wenn er leider in Storylines gepackt wurde, die nicht erklären können, dass er noch immer bei den Fans so gut rüberkommt. Aber er ist am Mic gut, er ist am Ring gut. Und ich hoffe, dass man eben nicht diesen Weg geht. Und ich glaube auch nicht, dass man das vorhat. Du hast es sehr schön gesagt, Owens ist over, obwohl man es sich durch sein Booking teilweise gar nicht mehr so richtig erklären kann. Ich glaube auch, den Grund zu kennen, warum er over ist, den weiß, glaube ich, auch jeder, weil er einfach charismatisch und authentisch rüberkommt. Owens ist, seine Promos wirken trotz WWE-Skript immer noch echt, die wirken immer noch improvisiert, obwohl sie es nicht sind. Man merkt einfach, dass der Junge es drauf hat. Ja. Und dass er was im Kopf hat und ich finde, also weiß ich, authentisch ist ein Wort, das überstrapaziert wird. Ich finde, es passt bei ihm. Deswegen finde ich diese du hast recht, es macht irgendwo schon Sinn, dass er jetzt da bei NXT auftrat, aber irgendwie auch wieder nicht, denn letzten Endes ist doch der einzig große Architekt des Ganzen, der es dann wieder geschafft hat, Owens zu manipulieren, das wäre dann wieder Hunter. Ja. Denn er hat gesagt, komm doch zu uns, also Zuckerbrot hat nicht geklappt, dann Peitsche hat er die Undisputed Era irgendwie eingreifen lassen und schon hilft Owens dem anderen Team gegen die Ära und Hunter hat erreicht, was er will, Owens zu NXT zu holen. Also entweder ist er Hunters Schoßhund oder er wurde von Hunter gnadenlos manipuliert und verarscht. Irgendwie wird Owens nicht so gut aussehen in dieser Storyline und trotzdem wird er overbleiben, weil er einfach ein klasse Typ ist. Und das macht ihn halt auch zu einem unfassbaren Performer eigentlich. Also ja, definitiv. Da gehe ich mit. Ja, das Match selber haben wir jetzt noch gar nicht so ausführlich drüber gesprochen. Es war ein intensives, hart G- und erarbeitetes Spot-Fest, in Anführungszeichen. Jetzt mache ich mich vielleicht unbeliebt, aber für mich war es das bisher am wenigsten starke Wargames-Match. Ich fand das erste überragend, das zweite richtig gut und das hier fand ich nur noch gut, in Anführungszeichen, oder stark, sagen wir, ich fand es nur stark. So zwischen 3,5-4 Sterne würde ich geben. Ich hätte schon Probleme, mehr als 4 Sterne zu geben, ganz ehrlich. Also, ist ja auch schon jammern auf hohem Niveau. Aber du hast ja schon so ein bisschen Zustimmung geäußert. Irgendwie hat ein bisschen was diesmal vielleicht gefehlt. Ich weiß nicht warum. Der letzte Spot war ja Hammer ohne Ende und vielleicht auch ein bisschen too much. Aber warum sind wir beide denn nicht komplett geflasht von diesem Match gewesen? Also ich glaube, es gibt zwei Probleme, die ich mit diesem Match habe. Es ist das dritte Wargames-Match im dritten Jahr und wir haben zum dritten Mal die Undisputed Era drin. Versteh mich nicht falsch, ich bin großer Undisputed Era-Fan. Meiner Meinung nach sollten sie für immer bei NXT bleiben, für immer die Champions bleiben. Ich feiere die Gruppierung. Aber es wird ein bisschen
langweilig, weil zum dritten Mal Undisputed Era. Das zweite ist, ich finde es etwas unglücklich mit den Tischen. Wie du schon gesagt hast, das hat zu lange gedauert. Und bis er die Tische drin hatte, hat man gar nicht mal mitbekommen, was im Ring passiert. Ja? Ich weiß nicht, wie das für die Zuschauer in der Halle war, ob da irgendwie was passiert ist oder ob alle einfach nur rumgelegen sind, um zu warten. Man hat also. Ich habe mal geguckt, was man sehen konnte. Die haben tatsächlich ihre Verletzung gesellt, okay, zum größten Teil. Ja. Das heißt, für jemanden, der regelmäßig schaut, und dazu zähle ich uns beide, man hat also gewusst, wir werden ein irres Finish sehen. Ja? Und was bei mir passiert, es ist dann so, dass ich ein bisschen abschalte und dann auf diesen krassen Spot warte. Das ist natürlich dann Ansichtssache, wie man damit umgeht. Aber für mich hat das viel zu lang gedauert. Das Match ging dann 38 Minuten, 38,5 Minuten. Lass vielleicht mal die Tische oder die Candlesticks oder die Stühle raus und es kann trotzdem ein irres Match werden, weil du hast unfassbares Talent da drin. Du hast Leute da drin, die sind absolut großartig. Und ich denke auch, dass die Undisputed Era einfach dieses Match zu dem macht, was es ist. Auch wenn ich gesagt habe, dass es meiner Meinung nach echt nett gewesen wäre, ein bisschen Abwechslung zu bekommen in diesem Match. Aber das ist für mich eben ein Grund, warum ich dieses Match nicht so stark fand. Das ist für mich trotzdem 3,5 Sterne, definitiv. Keine 4. Aber deswegen kommt es auch nicht an das Wargames-Match der Frauen heran. Definitiv nicht. Der Spot war unfassbar. Also das war irre. Ich habe schon viel gesehen bei der WWE. Aber da habe ich auch nochmal zusammengezuckt. Adam Cole, wie man diesen Spot überlebt, ist unfassbar. Natürlich, auch hier, es hat etwas gedauert, bis Ciampa auch ihn wirklich gut im Griff hatte, hat sich auch an diesen Ketten festgehalten, damit alles auch gut funktioniert. Am Ende, alle Mitglieder der Undisputed Era werden durch einen Tisch geknallt. Es gibt den Pin von Ciampa an Cole, wird wahrscheinlich dann die nächste Championship-Fehde darstellen. Verstehe mich nicht falsch, das Match, wenn man zum Beispiel in einem Jahr, wenn die WWE dieses Match wieder auf YouTube hochlädt, wenn man sich das anschaut, denkt man sich, wow, richtig geiles Match. Aber wie du schon gesagt hast, die anderen Wargames-Matches vom letzten Jahr und vom vorletzten Jahr fand ich hier definitiv stärker. Ja, da stehe ich auch zu. Und ich glaube, wir stehen da auch nicht komplett alleine mit dieser Sichtweise. Die sehen andere auch so. Und wie du schon sagtest, schlecht war das Match definitiv nicht. Also wer das sagt, der liegt zumindest nicht auf unserer Wellenlinie und auch nicht auf der Wellenlinie vieler anderen. Also jetzt, auch wenn bei 3 von 4 Matches meine Stimmlage in diesem Bereich war, ja, war super, aber irgendwas hat mir gefehlt, war es trotzdem eine unglaublich starke Show, denn wir haben hier genau genommen kein Match, das unter 3,5 Sterne war. Auch das Barlow-Match nicht. Also aus meiner Sicht nicht. Und ich fand, es war das Schwächste. Und Matches, die über 4 Sterne rübergingen, zumindest den Opener aus unserer Auffassung. Und dann hast du eben ein unglaublich kompaktes, starkes Feld. Das Ganze in 2,5 Stunden. Da kannst du dann sagen, das war eine rundum starke Sache. Ja, absolut. Vielleicht hat die Show ein bisschen wegen der Survivor Series und dem Aufbau gelitten. Schwer zu sagen. Aber ich denke, eines der besseren Takeovers definitiv. Wahrscheinlich nicht das stärkste, aber eines der besseren würde ich auf jeden Fall mal sagen und unterstreichen. Ja, also für mich, wir hatten gerade im Jahr 2018 einige der besten Takeovers meiner Meinung nach aller Zeit, beim Rumble und beim Mania Weekend. Da kommt dieses Takeover nach meinem Dafürhalten tatsächlich nicht ran. Also es fehlt. Der Rest liegt im Auge des Betrachters. Ne? Es fehlt vielleicht auch dieses 4,5-5-Sterne-Match, das ja NXT Takeovers fast schon regelmäßig raushauen, eventuell. Also es ist kein brutales Match of the Year dabei, um es vielleicht so zu sagen. Genau. Es ist in der Breite eben diesmal bärenstark. Und eine Sache fehlte diesmal auch, die Takeovers immer zu was ganz Besonderem gemacht haben. Es waren komischerweise,
Es waren meistens die Tag-Team-Matches, die richtig die Vier-Sterne-Grenze teilweise explodieren haben lassen. Und die Tag-Teams waren diesmal eben nicht auf der Card. Warum auch immer, es war eben einfach so. Vielleicht, weil man die Wargames-Stipulation auskosten und nicht die 2,5-Stunden-Marke sprengen wollte. Keine Ahnung, frühere Takeovers ging auch schon mal 2,5, 2, 3 Viertelstunden. Es ist, wie es ist. Ja. Mit einem großartigen Tag-Team-Match wäre es vielleicht schon ein ganz anderer Schnack gewesen, mit einem 4,5-Tag-Team-Match, aber das hätten die Tag-Team-Matches bestimmt auch nicht rausreißen dürfen, denn der Fokus muss ja auf dem Stipulation-Matches liegen und das heißt, Wargames wäre so oder so die herausragende Matchart gewesen. Es passt also alles schon einigermaßen. Wir waren auf jeden Fall zufrieden und ja. Damit ging es dann weiter zur Series und da habe ich die Kickoff-Show mir geklemmt. Ich kenne aber einen, der sie komplett gesehen hat und deswegen hast du jetzt bei deinem Debüt, da rascheln schon die Zettel, die große Ehre, die Kickoff-Show zu übernehmen. Ja, also Kickoff-Shows bei der WWE, ich denke, da sage ich nichts Neues, wenn ich den Leuten sage, es war nichts großartig Besonderes. Die erste Stunde ist sowieso nur herumgerede über die Matches, die anstehen, Promo-Videos, die man bei den Main-Shows schon gesehen hat, eventuell Backstage-Interviews. Ich persönlich muss sagen, ich war etwas enttäuscht, dass das Triple Threat Tag Team Match in die Kickoff-Show verfrachtet wurde, weil persönlich ich mich doch auf dieses Match gefreut habe, auch wenn ich lieber Revival anstatt New Day gesehen hätte und dann hast du eine irre Ansetzung. Aber das ist auch gleich mal das Match, was ich den Leuten vielleicht sogar ans Herz legen würde. Sie haben einigermaßen Zeit bekommen. Es war ein gutes Match. Wenn man es nicht gesehen hat, tut es nicht weh. In diesem Match haben die Viking Raiders den ersten Punkt für Raw geholt. Und ich glaube, es war auch der einzige, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, Raw hat nicht weiter was abgegeben. Genau, ja. Des Weiteren, das wurde ja relativ kurzfristig bekannt gegeben, die Tag Team Battle Royale. Ja, also eine Battle Royale, die keine 9 Minuten dauert. Ich denke, da weiß jeder, dass das nicht wirklich großartig war. Dolph Ziggler und Robert Roode haben hier gegen die Street Profits den Sieg geholt und den Punkt für SmackDown. Muss man nicht gesehen haben. Das war dann auch in der zweiten Stunde schon. Ja. Und dann gab es noch das NXT Cruiserweight Title Triple Threat Match. Leo Rush hat seinen Titel gegen Akira Tozawa und Kalisto verteidigt. Hat auch gewonnen nach 8 Minuten. War okay. Also ist halt ein Spot-Match, würde ich mal sagen, um die Fans mal ankommen zu lassen. Diese Matches leiden halt extrem darunter, dass die Hälfte der Halle einfach oder die Hälfte noch nicht mal gefüllt ist. Die Cruiserweights, ja, wissen wir jetzt auch nicht, wie das weitergeht. Tour 5 Live wurde ja abgesetzt diese Woche. Oder letzte Woche vielmehr. Wird sich zeigen, was da passiert. Interessant finde ich zumindest mal, dass Leo Rush, nachdem er ja ein ziemlich schlechtes Standing Backstage hatte, jetzt der Champion ist. Aber wie gesagt, man kann sich das alles klemmen. Das Triple Threat Match der Tag Teams, das kann man sich definitiv anschauen. Wird niemanden vom Hocker hauen, aber ich denke mal, man macht nichts falsch, wenn man sich das reinzieht. Ja, und sonst war nichts Besonderes da. JBL war da, das fand ich interessant. Und sonst, ja, Paul Heyman mit einer Backstage-Promo. Aller Paul Heyman, geht immer. Und ja, sonst denke ich mal, ist das gut zusammengefasst. Sagst du ganz bescheiden von deiner Zusammenfassung selbst. Ja, wunderbar. Muss auch sein. Ja, genau wie du fand ich es auch bedauerlich, dass das Tag-Team-Match, das Triple Threat, nicht auf die Card gekommen ist. Im Vorfeld haben Olli und ich uns hiervon extrem viel versprochen. Aber dann, wenn es in der Pre-Show landet, weiß man, auch wenn es 15 Minuten bekommt, was wir uns im Vorfeld erhofft hatten, dass es da nicht die Bude abreißen wird, weil es ist eben Pre-Show. Damit kommen wir zur Main-Show. Auch hier haben die Damen die Ehre gehabt, das Ganze zu eröffnen. Und was ich positiv fand, auch wenn es nur eine kleine Randnotiz ist, Gott sei Dank hat man nicht jedes Mädel mit ihrem Entrance-Theme einlaufen lassen. Du wärst ja in 100 Jahren nicht fertig geworden mit dem Kram, oder? Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir gleich 2 Dinge gedacht am Anfang der Series. Und zwar die Match-Reihenfolge fand ich interessant.
Ich hätte nämlich das Triple Threat Match des NXT North American Champions, Intercontinental Champions, US Champions erwartet als erstes. Dass die Bude mal irgendwie ziemlich abgeht. Dass man die Frauen am Anfang gesetzt hat, ist okay. Und ich habe mir gedacht, richtig gut, dass man einfach die Songs der Brands einspielt, weil 15 Entrances, holla, also das wäre lang gegangen. Ja, das habe ich mir auch dann gedacht und war dann wirklich, das tat der Show auch gut, ganz ehrlich. Also sehr man sich ja auf die Entrances auch freut und so weiter, aber das wäre hier einfach ein Overkill geworden. Und wenn das Match losgeht, wenn alle fertig gewesen vom Pop, den man dann mit dem Entrance-Theme gegeben hätte, dass man dann einfach müde gewesen wäre, das Match einfach nur noch so sich angeguckt hätte. Das war vor allem, genau richtig. Wenn man so viele Entrances hat, ist es ja bei der WWE immer so, dass sie schon bei der Hälfte des Einzugs sowieso schon den nächsten Song einspielen, ohne dass der Performer schon im Ring ist. Also ich denke, so sehr man sich auf Entrances freut, hier hätte man sowieso nichts davon gehabt. Eben. Gut, was haben wir also? Wir hatten drei Teams. Einmal Team Raw, bestehend aus Lotte, Nettie, Sarah Logan, wo immer man die aus der Versenkung wieder hergeholt hat, Asuka und Kairi Sane, relativ kurzfristig zusammengeschustert. Dann Team SmackDown, Sasha Banks, Carmella, Dana Brooke, Lacey Evans, die reingevotet oder rein bestimmt wurde, Nikki Cross, die ihr Match zwar verloren hat, trotzdem noch reingekommen ist, gegen Team NXT, wo man lange Zeit nur so gar nicht wusste, wer denn das Team stellen wird. Man hat dann kurzfristig entschieden, sich für die Kombination Rhea Ripley, Bianca Belair, Io Shirai, Candice LeRae, die haben wir schon im Wargames-Match gesehen, und Toni Storm hat man gezeigt, was ich gut finde, wenngleich sie im Match irgendwie ein bisschen random rüberkam. Ja. Also fand ich merkwürdig, weil wenn du Toni Storm hast, dann musst du ihr eigentlich Spotlight geben, weil sie, das klingt jetzt chauvinistisch, aber sie sah unglaublich hübsch aus, wie immer, und sie ist eine so gute Workerin. Sie hat Charisma, da hätte man doch vielleicht ein bisschen mehr Spotlight verteilen können, oder? Gehe ich mit. Ich habe mir das auch aufgeschrieben. Toni Storm einfach so ohne viel Aktionen eliminiert. Sehr schade. Generell kommt es mir so vor, als würde sie gerade nicht das beste Standing haben. Ich weiß nicht, was da los ist. Was mich auch gestört hat, die Teams an sich waren relativ zusammengewürfelt. Man hätte da meiner Meinung nach vielleicht Qualifikationsmatches bringen können. Bei NXT war es vielleicht der Fall, dass man auf die Wargames gewartet hat, damit man sieht, wer da noch am Leben ist. Ja. Glaube ich auch, ja. Ja, und wie gesagt, ich bin großer Toni Storm-Fan, war deswegen enttäuscht. Das ist dann auch Ansichtssache. Manchen wird das komplett egal sein. Und was mich am Match gestört hat, und deswegen hätte ich den Takeover-Pay-Per-View gar nicht an diesem Wochenende gebracht. Io Shirai und Bianca Belair am Vortag noch die größten Konkurrentinnen und jetzt sind sie in einem Team mit Candice LeRae und Rhea Ripley. Ist auch hier Ansichtssache. Mich hat es etwas gestört. Und ja, auch weil diese vier Damen präsent waren im Wargames-Match, war Toni Storm vielleicht auch etwas so, okay, ja, sie ist jetzt auf einmal da. Mal sehen, was passieren wird. Im Moment kommt es mir so vor, als würde man nicht mehr so auf sie bauen, was unfassbar schade ist, weil sie hat richtig viel Potenzial. Hat sie auch schon unter Beweis gestellt. Du hast recht. Und sie ist aber auch bei NXT UK jetzt nicht diejenige, die da die Beute ausreißt. Nein, also ich habe die letzten Shows mir angesehen, habe den Bericht dazu geschrieben und sie hat gar keine Auftritte, wird nur nebenbei in Promos erwähnt. Keine Ahnung, was da passiert ist, ehrlich. Also ich bin wirklich überfragt. Mal gucken, vielleicht kommt da ja irgendwas ans Licht, weil dann wirkt ja dieser Auftritt, also sie wurde ja auch nicht gesehen. Nein, nein, nein. Also sie war einfach da, sie war Füllmaterial. Genau, ja, ja, ja. Also es war keine Beerdigung à la Walter, aber ich greife es voraus jetzt. Darüber sprechen wir gleich. Oder hast du ja schon eine ganze Menge zu sagen zu unserem guten Mann Walter. Wir werden darüber sprechen. Ja,
Match war okay bis gut, würde ich sagen. Es war jetzt nicht für mich nicht ansatzweise der Rausreißer, der das Wargames-Match der Damen noch am Vortag war. Es gab einige Abstimmungsprobleme. Ganz, ganz schlimm oder schwach war Carmella. Also das ist für mich so aufgefallen, wie sie geradezu ein Fremdkörper in diesem Match war. Sogar Lacey Evans kam da weniger fremdkörperartig rüber. Das war also irgendwie nicht so der Knaller. Ansonsten fiel es mir tatsächlich teilweise gar nicht so leicht, die Teams auseinanderzuhalten. Oh ja. Was bei NXT total super war, weil du Stories hattest, wirkte hier, war jetzt Lotte schon bei Raw? Ach ja, ich erinnere mich, sie hat ja das Team angeführt, aber war sie nicht. Das war teilweise, da musstest du schon zu jeder Zeit auf Ballhöhe sein, um zu wissen, wer hier wo ist. Oder? Das habe ich mir ganz, ganz groß notiert mit sehr vielen Ausrufzeichen. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Herren hatte ich ganz große Probleme, vor allem wenn so viele Leute außerhalb waren, wer ist jetzt Raw, wer ist jetzt SmackDown, aufgrund der einfach viel zu regelmäßigen Shake-Ups vorher und diesem Draft. Vor allem, wir haben diesen Draft gehabt und der fiel halt blöd jetzt wegen der Survivor Series, alle springen hin und her, Brock Lesnar macht sowieso, was er will, und deswegen war das wirklich, das ist mir so ins Auge gesprungen, ich hatte solche Probleme, das auseinanderzuhalten. Es war gut, dass der Announcer draußen gesagt hat, wer eliminiert wurde von welchem Team, ja, und dass die Kommentatoren gesagt haben, wer noch übrig ist. Das war für mich wirklich, das war evident, ja. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen, bei Hardcore-Fans egal ist, die wissen das dann vielleicht sofort, aber ich hatte wirklich große Probleme, vor allem Charlotte. Ich könnte dir nicht mal jetzt sagen, wo sie ist, wenn ich nicht den Zettel vor mir hätte. Also ich wusste nur, weil sie Team-Captain von Raw war. Das hatte ich irgendwie noch Sie hatten ja diese Bänder an den Armen, was ich mir einbilde. Also dieses R und das SD bei den Blauen. Genau, aber hatten sie. SD. Ja, genau. Aber hat mir persönlich nicht sehr viel geholfen. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht wie ein Idiot drüber, aber das war für mich schon sehr störend. Vor allem für ein Match, das fast eine halbe Stunde geht. Ja, geh ich mit dir mit. Vor allem, weil die Bänder ja auch verrutscht, dass man gar nicht wirklich sehen konnte. Das war gar nicht so einfach dann teilweise. Ja, wie soll ich sagen? Es war trotzdem jetzt nicht schlecht. Also es war in Ordnung. Dass man hier Io Shirai und Candice LeRae mehr oder weniger beiläufig dann nach 7,5 Minuten in den Backstage-Bereich verfrachtet, weil sie ja noch zu angeschlagen sind vom Vortag. Okay, das kann man machen. Bitte? Da gehe ich mit, ja. Also es war vielleicht, dass man zwei auf einmal rausnimmt, vielleicht zu viel, aber ergibt vielleicht Sinn wegen dem Wargames-Match auf jeden Fall. Ja, ich habe es zuerst auch gar nicht so richtig mitgekriegt, muss ich ehrlich gesagt. Aber wann die dann eliminiert? Da war ich ziemlich verwirrt. Das ist bis heute noch im Reich der Fabel. Kein Mensch weiß. Ich war ziemlich verwirrt. War das jetzt ein 3-0-Sieg oder war das ein Soul Survivor für Rhea Ripley? Also, weil ich glaube, das ist nicht uninteressant, weil Soul Survivor ist immerhin nochmal eine Packung höher anzusetzen, glaube ich. Du hast recht. Also eigentlich, ich weiß nicht, ob es über den Announcer angekündigt wurde, dass die beiden jetzt eliminiert wurden durch Verletzung. Habe ich nicht gehört. Die Kommentatoren haben uns das irgendwie mitgeteilt, dass die anscheinend jetzt draußen sind, aber von einer Eliminierung, glaube ich, habe ich auch noch nichts gehört. Eben. Und Roman Reigns ist 2015 auch schon mal beim Rumble Backstage getragen worden, um danach zurückzukommen und das Ding zu gewinnen. Also da gibt es jetzt diverse Präzedenzfälle, die in die eine oder andere Richtung gehen. Offiziell habe ich noch nichts gehört, ob es ein 3-0 oder ein Soul Survivor Sieg war. Angekündigt wurde zumindest nach dem, was ich gehört habe, gar nichts für die Fans in der Halle. Insofern ist entweder sind diese beiden als erste Eliminierung zu verzeichnen oder eben Nikki Cross. So, also das blieb so ein bisschen im Reich des Wagen. Ich gehe jetzt hier nicht en detail, denke ich mal, die Eliminierung durch. Interessant ist vielleicht die Tatsache, dass Asuka insoweit geschützt wurde, dass sie sich nachher mit ihrer Teamkapitänin Charlotte angelegt hat und dann einfach mal von selbst gegangen ist und insofern kein Pin eingesteckt hat. Ansonsten wurde man entweder ausgezählt, Strowman bei den Herren war das, oder wirklich submitted oder clean gepinnt. Fand ich auch bemerkenswert, dass man hier nicht irgendwie sich in solche Notausgänge geflüchtet hat, sondern wirklich klare Finishes gebracht hat und dann auch nur die geschützt hat, wo man sich was davon verspricht. Sprich, Strowman, wo man es ja
Stück weit erwarten konnte vielleicht. Naja, Jax war diesmal nicht dabei, da musste man es bei ihr also nicht machen. Und Asuka, was mich sehr gewundert hat, dass man sie jetzt wohl so hoch noch im Kurs bringt. Vielleicht willst du eine Fehde gegen Charlotte jetzt inszenieren, das wird ja fast Sinn machen. Allerdings hat sie ja noch ein Tag-Team am Laufen. Ich glaube, die beiden sind auch noch Champions, jawohl, oder? Ja. Ich meine, ja, das kommt noch dazu. Also weiß der Geier, was man sich davon vorstellt. Ansonsten fand ich, ich hüpfe mal gleich in die Finish-Phase. Die Finish-Phase ist sowieso bei solchen Matches immer, finde ich, richtig gut. Und die Halle war auch unglaublich drin, ja, das muss stimmt, man sagen. Das stimmt, ja. Hammermäßig. Gerade wie hier dann Rhea Ripley am Ende gegen Nettie und Banks geworkt hat, das war schon super. Also eigentlich war es ja nachher nur Sascha Banks, weil Nettie ja relativ schnell eliminiert wurde, weil Sascha sie ja hinterrücks attackiert hat. Dann hatten wir immerhin noch über 5 Minuten so ein interessantes Banks gegen Ripley Match, das auch richtig Freude gemacht hat. Die Halle war drin und nachdem Ripley dann tatsächlich gewonnen hat oder nachher mit Eingriffen ja auch der beiden eigentlich Eliminierten gewonnen hat, habe ich insbesondere auf die Reaktion nochmal für Ripley geachtet. Meine Fresse, war das ein Quantensprung, was ihre Darstellung bei NXT angeht. Wargames-Match gewonnen, jetzt hier entweder als Soul Survivor oder als Three Survivor, wie auch immer. Und die Fans haben ihr ja aus der Hand gefressen. Ja, vor allem, was für ein geglückter Push. Vor allem, sie hat ja am Mittwoch bei NXT das Match gegen Becky Lynch gehabt, auch wenn das ein No-Contest war. Aber bei SmackDown hat sie ja das Triple Threat Match gewonnen. Hat ja auch Charlotte Flair gepinnt, was nicht irgendjemand ist, denke ich mal. Von daher, das war eine irre Woche für Rhea Ripley und meiner Meinung nach verdient. Die Gefahr natürlich jetzt bei der WWE, was macht man mit ihr? Wieder zurück, oder was heißt zurück, wieder NXT UK Championess, Women's Championess, oder eine Fehde gegen Baszler, oder Raw oder SmackDown. Die Frage ist, wie es weiter mit ihr geht. Jetzt hat man sie heiß, jetzt wird es interessant. Ja? Vor allem, sie ist ja blutjung, also die ist keine 24, glaube ich. Und hat ihr wirklich ihre Siege gegeben, vor allem mit der Unterzahl beim Wargames-Match und jetzt hier als, in Anführungszeichen, Soul Survivor. Man hat jetzt einen möglichen Star. Was man daraus macht, das ist jetzt natürlich die 100-Millionen-Euro-Frage. Da hast du recht. Aber zumindest hat WWE es endlich mal geschafft, jemanden overzubringen. Und zwar, selten, ja. Genau genommen, von Mittwoch bis Sonntag, man kann es nicht besser machen. Nee, das war eigentlich, wenn du jemanden. Also ich meine natürlich, dass man ihr den Pin gegen Becky Lynch nicht gibt, verstehe ich irgendwo. Aber dass man sie bei SmackDown dieses Triple Threat Match gewinnen hat lassen, das war schon ein Ausführungszeichen. Und das Finish fand ich da übrigens auch wirklich großartig. Also das nur nebenbei erwähnt. Ja. Gedanken zum Match im Allgemeinen. Ja. Ich fand es, wie gesagt, okay mit einigen, also okay bis gut mit einigen Schwächen. Also irgendwo so 3, 3,25 Sterne. Ja, also es war in Ordnung. 3 Sterne, aber mehr würde ich nicht geben. Also vor allem Leute wie Sarah Logan, wenn du weißt, du brauchst einen Namen, lass sie doch ein paar Matches gewinnen in den Vorwochen. Ja, so war sie. Man hat gewusst, okay, wir brauchen 5 Frauen, wir werden sie sofort eliminieren lassen. Interessanterweise wurde Nikki Cross vorher eliminiert, was ich echt irgendwie unglücklich finde. Aber sonst in Ordnung. Es war, wie gesagt, ein paar Botches dabei. Du hast es erwähnt, Carmella war, entweder hat sie zu wenig Matchpraxis aufgrund der Storyline mit R-Truth und dem 24/7 Championship, dass sie zu wenig Matchpraxis hatte, aber das war zum Beispiel nicht gut und 3 Sterne mehr definitiv nicht, also meiner Meinung nach nicht. Gut, damit weiter im Text. Zu diesem Zeitpunkt war NXT in der Gesamtwertung mit 2-1 in Führung und es folgte dann das, ja, wie sage ich es immer, B-Title Triple Threat Match um die goldene Ananas. AJ Styles von Raw gegen Shinsuke Nakamura als IC-Champion von SmackDown gegen Roderick Strong, dem North American Champion bei NXT.
Hier waren Olli und mir im Vorfeld, waren wir uns einig, dass Nakamura nichts zu bestellen hat. Wir haben beide auf Styles getippt. Ich habe schon angedacht, Strong könnte gewisse Chancen haben, habe mich dann aber auf Styles festgelegt. Ja, hätte ich mal doch lieber auf Strong getippt, denn man hat hier den Weg tatsächlich beschritten und NXT so ein bisschen in die Push-Ecke gebracht, um sie eben Mainstream-mäßig und was mediale Aufmerksamkeit angeht, mal ein bisschen zu, ja, nach vorne zu bringen sozusagen. Wir haben ein Triple Threat Match gesehen, das ich im Vorfeld als ein bärenstarkes Match eingeschätzt habe, das mir jetzt im Nachgang, wie soll ich sagen, gut gefallen hat. Es war ein WWE Triple Threat Match, ein WWE Main Roster Triple Threat Match, möchte ich mal sagen. Es war gut geführt, es gibt nicht viel dran auszusetzen, aber auch nichts, was mich spektakulär groß beeindruckt hätte. Die Matchzeit passt eigentlich auch. Alles gut, alleine es hat mich nicht vom Hocker gehauen. Dass jetzt mit Strong ein Überraschungssieger am Ende steht, ist durchaus bemerkenswert. Hätte ich jetzt im Vorfeld, wie gesagt, nicht zwingend erwartet. In Bezug auf das NXT-Kalkül macht es, wie gesagt, Sinn. Match war okay, wollte mich aber nicht total kicken, Christian. Ja, also mir ist, glaube ich, das Phänomen passiert, ich hatte irre Erwartungen an dieses Match. Die erste Grafik, die ich gesehen habe vor ein paar Wochen, dass es zum Match zwischen Nakamura, Styles und Roderick Strong kommt, ich war schon so, oh ja, das ist der Match of the Night, egal was passiert. War es nicht. Und es sind leider, die Frage ist natürlich, durften die Männer nicht oder konnten sie am Ende nicht mehr? Also ich meine, das Talent bei Styles, Nakamura und Strong, das ist unbegrenzt. Das sind wahrscheinlich die talentiertesten Männer im Main-Roster. Aber vor allem Nakamura und auch ein bisschen AJ Styles hängen ja ziemlich in der Luft. Da hilft meiner Meinung nach auch Sami Zayn bei Nakamura nicht. Es war kein schlechtes Match, verstehe mich nicht falsch. Die Matchzeit war in Ordnung. Der Sieger, für mich überraschend, um ehrlich zu sein, aber dennoch erfreulich, dass man Roderick Strong hier den Sieg gibt, weil es ein großer Sieg ist, unabhängig von der Qualität. Aber also sternetechnisch tue ich mir auch sehr schwer, weil 3 Sterne ist irgendwie zu wenig dafür, aber mehr ist auch irgendwie vielleicht zu viel. Also, ja, zu viel, ja, finde ich genau. Eben, die Frage ist, durften sie, weil die Zeit war vorhanden für ein irres Match. Vielleicht war es nicht, aber ich muss sagen, wenn ich an die Survivor Series denke, ich denke nicht an dieses Match. Nee, das vergisst man als ja, eines der schnelleren, weil den Main Event von den Mädels, an den wirst du dich erinnern, weil er eben Main Event war und nicht so delivern konnte, wie man es vielleicht dachte. Aber das Match hier würde ich als erstes vergessen. Leider, weil das werden wir so wahrscheinlich auch nicht mehr bekommen. Also ich glaube es nicht. Weil Nakamura ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Styles auch nicht. Und wie es mit Strong und der Undisputed Era weitergeht, wissen wir auch nicht. Das war die Gelegenheit. Und ich denke, was ich so mitbekommen habe, viele denken ähnlich. Die Erwartungen waren zugegeben, ich habe meine Erwartungen viel zu hoch gesetzt. Ich habe mich wieder in diesen Sumpf begeben, dass die WWE uns ein richtig gutes Match erlaubt. Ob es jetzt die Schuld der Offiziellen ist oder der Männer, dass sie einfach nicht das Match als wichtig genug empfunden haben und sich nicht zerstören wollten, das ist die Frage. Aber ich denke, in einer anderen Promotion wäre das viel stiffer gewesen und auch viel besser. Da bin ich mir relativ sicher. Finde ich schön, dass du sagst, in einer anderen Promotion. Ja. Das finde ich. Ja, zwei würden in Betracht kommen und in beiden wäre es anders gewesen. Das glaube ich auch, ja. Insofern hat Olli recht gehabt, der vorher schon sagte, na, pass mal auf, wir werden sehen. Gut, also weiter im Text. Als nächstes, drittes Match des Abends, die NXT Championship. Wir haben ja eben drüber gesprochen, Pete Dunne hat sich in einem Triple Threat Match diesen Spot erarbeitet und durfte gegen Adam Cole ran. Beide haben ihre Handicaps aus der vergangenen Nacht gesellt. Cole mit einem Verband um die Bauchgegend oder in der Bauchgegend. Und ich glaube, dann hat er Knie irgendwie getaped
Genau. Das Match war gut. Es war jetzt auch nicht dazu angetan, hier der Showstealer zu sein. Ja, dafür war es in der Mitte der Card angedacht. Dafür wirkte es hier auch nicht so, wie sag ich, 1-1 oder ideal platziert, weil wir hier die Survivor Series haben und kein Takeover Main Event. Es war irgendwie, es fühlte sich richtig an, aber trotzdem falsch. Ich kann es nicht besser beschreiben aus meiner Sicht. Das waren schon nicht die besten Vorzeichen. Jetzt, wenn man jetzt die Zeit sieht, 14 Minuten, weiß man auch, dass sie hier nicht die Bäume ausreißen durften, konnten. Sie hatten ja nun wirklich auch schon intensive Matches in den Knochen, alle beide. Sodass man mit dieser Ausgangsposition letzten Endes sich arrangieren musste und gucken musste, was machen sie draus. Und ich finde, sie haben einiges draus gemacht. Gerade die Endphase war sehr, sehr intensiv, sehr mit vielen Nearfalls und stiffen Aktionen. Die Fans waren drin. Man durfte, ich glaube, sie durften sogar beide aus dem jeweiligen Finisher auskicken. Das muss, nee, ja, so doch. Gesehen, ja. Weil Cole weiß ich es jetzt gar nicht so genau. Ja, müsste man, also ich, Adam Cole hätte seinen Finisher außerhalb des, also auf der Ring Apron gebracht. Ja, ja. Genau, du hast recht. Und aber der darauf folgende Fall führte dann auch nicht zum Ziel. Also Finish-Phase fand ich dann wieder super. Die Crowd war da auch komplett drin. Zu Beginn haben sie ein bisschen Zeit gebraucht, um reinzukommen, sowohl Worker als auch Fans. Finish-Phase war dann wieder großartig. Da haben beide gezeigt, was sie können. Facial Expressions und so waren auch super. So bleibt, finde ich, ein gutes Match. Das zwar nicht perfekt war, aber im Rahmen der Umstände, finde ich, viel hat retten können. Für mich Match of the Night. Ich fand das, was dieses Match im Vorfeld geben konnte, haben sie sogar die Erwartungen übertroffen. Aufbau war gar keiner vorhanden, absolut gar keiner. Sie haben eine sehr schwierige Platzierung auf der Card bekommen, finde ich. Und dennoch für mich das beste Match des Abends gebracht. Ich fand die Story großartig. Sie haben beide zu keinem Zeitpunkt, in Anführungszeichen, zu keinem, die Verletzung vergessen zu zählen. Vor allem Adam Cole, sofort bei dem ersten Aufkommen mit dem Rücken auf der Matte, hat er sofort gesellt. Das fand ich wirklich gut. Die Matchzeit ideal, finde ich. Man konnte alles zeigen. Sie haben am Anfang auch relativ langsam begonnen. Es hat sich schön gesteigert. Die Fans waren dabei. Und für mich bis dahin und auch für den Rest des Abends der Show-Stealer, auch wenn es nicht das Beste war, was die beiden bringen können. Ich meine, wir reden hier von Adam Cole und Pete Dunne, aber den Umständen entsprechend, vor allem aufgrund des Aufbaus, des fehlenden Aufbaus, absolut großartig. Dann bin ich jetzt mal auf die Sterne gespannt bei dir. Oh, das ist wirklich schwer. Vier ist es nicht. 3, 7, 5 Fünftel? Dann bist du ja bei 4,5. 4,25. Nee, es, nicht ganz. Ja, es ist nicht 4. Es ist einfach nicht 4. Warum auch immer. Es kratzt dann 4. So, mehr gebe ich nicht. Ja. Es kratzt dann 4. Okay. Aber wenn du 3, 7, 5 sagst, dann bist ja, du ich über 4. Also, ja, ich habe es gerade gemerkt. Ja, es war wirklich gut, aber... Du meinst 5/7, weil es mehr als 3/4 ist, ja, aber genau, noch keine 4, oder? Ja, ja. Okay, ich verstehe dich. Okay. Ja, ich bin bei 3,5 und bin auch nicht bei 4. Aber über Match of the Night müssen wir nochmal reden, weil da habe ich tatsächlich ein anderes. Aber da, wie gesagt, kommen wir ins Gespräch. Viertes Match des Abends. WWE Championship. The Fiend Bray Wyatt gegen Daniel Bryan. Olli und ich hatten im Vorfeld keine großen Erwartungen an dieses Match. Jetzt ist das Match vorbei und ich fand's, es war nicht gut, ich fand's aber weniger schlecht als befürchtet, muss ich sagen. Man muss hier sagen, dass Bray Wyatt gefühlt gar nichts gemacht hat. Also, der hat sein Unbeatable Gimmick gesellt, wo es nur ging, hat ansonsten irgendwelche Offensive Moves gebracht, die Bryan dann irgendwie immer sellen durfte, aber so richtig
ein Wrestling-Match war das nicht. Man hat so ein bisschen die Geschichte, die man nun auch schon bis zum Kotzen mitgekriegt hat, erzählt. Unbesiegbares Monster gegen ein kleinen David, der am Ende aber doch nichts zu melden hat, weil er nicht der Auserwählte sein soll, denn das wird man sich für WrestleMania, für Reigns oder Lesnar vielleicht aufbewahren. Mal gucken. Man hat Bryan eine Comeback-Phase gegeben und man hat es zumindest geschafft, dass ich ein Stück weit tatsächlich drin war. Als der Running Knee kam, der, finde ich, auch gut aufgebaut und inszeniert wurde, dachte ich fast für eine Hundertstel Sekunde, man meint es ernst, aber letzten Endes, wie gesagt, ich dachte es nur fast. Es war klar, dass hier kein Titel wird wechseln. Ja, und dann war ja auch relativ schnell Schluss. Insofern muss man sagen, Bryan hat es nicht geschafft, Bray Wyatt zu einem richtigen Match zu ziehen. Das sollte hier aber auch nicht passieren. Deswegen war Bryan für mich auch der absolut falsche Gegner für diese Art von Match. Hätte man lieber The Miz reinstecken sollen oder wen auch immer, wäre mir egal gewesen. Bryan ist hier verschenkt. Er konnte Wyatt nicht zu einem guten Match ziehen. Er durfte es, glaube ich, auch tatsächlich nicht. Das Rumble 2014er Match war deutlich stärker. Oh, ja. Und insofern hat Bryan im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht, aus der Stipulation was rauszuholen. Viel Raum für die Entfaltung hat er nicht. Und deswegen war es, wie es war. Wie erwartet, für mich ein kleinen Tick besser, aber bei weitem nicht gut. Leider nicht gut. Wie du schon gesagt hast, ich habe mir aufgrund des Rumble-Matches von den beiden etwas erwartet oder erhofft. Zwei Dinge sind beim Fiend oder beim Fiend Bray Wyatt das Problem. Und ich denke, das ist nichts Neues, wenn ich sage, mich stört das rote Licht extrem. Also ich komme damit nicht klar. Ich bin da sofort draußen, weil ich erstmal 5 Minuten klarkommen muss, dass dieses rote Licht das Ganze, die ganze Zeit im Match leuchtet. Und sie haben es für mich unglücklich gebuckt mit Rollins, dass der Fiend einfach aus 30 Curbstomps auskickt. Deswegen konnte ich den Running Knee nicht glauben, weil das wäre dann irgendwie, okay, der Running Knee, okay, hat John Cena damit besiegt, aber für den Fiend kann es doch nicht reichen. Der ist bei Rollins aus allen möglichen ausgekickt. Das sind so zwei Dinge, die mich gestört haben, und wie du schon gesagt hast, Bryan als Gegner ist unglücklich, hat nicht funktioniert. Ich fand eine Sache sehr interessant, das war die Comeback-Phase, wo er dann die Yes-Chance angesetzt hat, und das war extrem over. Also ich habe Bryan lang nicht mehr so over gesehen, auch natürlich wegen dem Heel-Run, aber da haben die Fans ja fast zu seinen Peak-Zeiten 2014 mitgemacht. Da habe ich auch sehr viele tanzende Zuschauer gesehen, beziehungsweise mit den Händen mitspielende Fans. Das Match, ja, 10 Minuten. Fiend wird weiter als unbesiegbar gebuckt. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich gehe mal stark davon aus, dass es Roman Reigns sein wird, der ihn dann mit einem Spear oder zwei Superman-Punches besiegt. Befürchte ich zumindest. Ansonsten habe ich mir nicht mehr notiert. Das war etwas enttäuschend. Vor allem, ich habe noch immer eben dieses Rumble-Match im Hinterkopf. Das fand ich damals wirklich gut. Vor allem, wenn ich mich noch daran erinnere, 4 Jahre später. Aber das hier war nix. Ja, du hast einen sehr schönen Aspekt angesprochen, der mir gerade so ein bisschen durchgerutscht ist, die Yes-Chance. Ich weiß beim besten Willen nicht, warum man sie Bryan hier hat anstimmen lassen. Denn die Kommentatoren haben es ja auch aufgegriffen und gesagt, ja, das erste Mal, dass Bryan von sich aus jetzt wieder zu den Yes-Chants zurückkehrt und so weiter, und alles verpufft für nix sozusagen. Also das ist ein Moment, der hätte inszeniert werden können, müssen, und dann hättest du was drauf aufbauen können. Aber jetzt, wofür? Wenn du schon Bryan als Stepstone-Gegner hier bringst, dann darfst du ihm doch jetzt nicht das Moment wiedergeben, was ihn so stark macht und wo er seine Kraft rauszieht, nämlich die Connection mit den Fans und die Yes-Chance. Ich verstehe ja, dass es heißt, selbst das reicht nicht aus für den Fiend. Aber bitte, dann hol doch The Miz und lass seinen dusseligen Vater da in der ersten Reihe stehen und irgendeinen Mist machen. Aber Bryan hast du jetzt mal wirklich im Nirgendwo zementiert,
und du hast auch dieses Potenzial, die Versöhnung mit den Fans, ja, weggeschenkt für einen Ziegelstein in der Fiendmauer sozusagen. Und ob es das wert ist, ehrlich gesagt. Da stimme ich dir zu, vor allem ich möchte es nicht Storyline nennen um Daniel Bryan in letzter Zeit. Ich bin total verwirrt. Er hat diese Storyline mit der Career-Altering Announcement gehabt, die nie kam. Dann kam die Fehde mit Zayn und Nakamura, ob er ihnen beitritt oder nicht. Dann kam auf einmal das Miss-TV-Segment und was übrigens sehr gut war. Also das war richtig gut gemacht, finde ich. Aber man ist einfach mit Brian und man hat dann diese Yes-Chance und man will sie nehmen, man will sie nicht nehmen. Die Fans sind verwirrt einfach. Ist Daniel Bryan jetzt endlich ein Face? Ist er noch immer ein Heel? Ist er ein Psycho? Ich denke, man ist einfach verwirrt und weiß nicht, was man mit diesem Charakter anfangen soll. Ja? Und deswegen hat dieses Match wohl auch nie eine Chance gehabt. Aber dennoch muss ich sagen, war ich überrascht, dass die Comeback-Phase mit den Yes-Chants so over war. Also ich persönlich fand sie irre over. Hätte ich nicht gedacht. Ja, also man hat dieses Match in den House-Shows vorher schon mal probiert und da waren die Reaktionen ähnlich, dass die Fans dann, also als Dark-Matches immer nach den Main-Events oder eben in den House-Shows, und da ging es auch so mit, nur da waren natürlich weniger Fans in der Halle letzten Endes. Also man hat das vorher schon geprobt und es lief dann wohl entsprechend. Mich hat es aber auch überrascht, dass es bei diesem Pay-Per-View so gut funktioniert, weil bei deine Verunsicherung, die du geschildert hast, die hast du auch in der Halle greifen können bei der Entrance von Brian. Ja. Er hat ja nicht die Yes-Chance von sich aus angeschüttet. Und ein paar in der Crowd wollten es machen, haben es auch gemacht. Es waren immer sehr vereinzelte Reaktionen, weil kein Mensch weiß, was soll ich mit Brian überhaupt jetzt anfangen? Und mal unter uns, nach dem Match weiß ich es immer noch nicht. Dass er jetzt die Yes-Chance angestimmt hat, das heißt herzlichen Glückwunsch. Also das muss gar nichts. Ich schaute auch immer gern bei den Superstars auf die Titantrons. Er hat ja, was ich so mitbekommen habe, noch immer diesen Umweltschutz-Titantron mit dem Pfeilen und alles. Ja. Genau. Und das war ja eigentlich der Heel-Charakter-Entrance. Von daher, ich meine natürlich, wenn sie jetzt die Titan schon machen mit den Händen und den Yes-Worten, wäre es vielleicht auch zu viel gewesen, weil das auf einmal komplett anders ist. Aber auch seine Entrance, wenn er auf den Top Rope geht beim Ring, macht er die Yes-Chance nicht, sondern er macht einfach nur, hebt einfach nur die Hände auf die Seite und das war's. Deswegen, genau. Wie du gesagt hast, es war Verwirrung. Die Verwirrung war greifbar und da macht das rote Licht das nicht besser, finde ich. Das muss ich unbedingt unterstreichen. Nein. Und dann wäre es echt besser gewesen, ihn hier nicht die Yes-Chance anstimmen zu lassen, weil dann musst du was drauf aufbauen, wenn du es schon machst. Und tut mir leid, für Bray Wyatt das alles zu opfern. Ich weiß, viele finden den Fiend super. Ich mag ihn immer noch nicht so gerne, aber ich mag ihn weniger. Ich bin ein großer Fan gewesen. Also für mich war vor dem Hell in a Cell Match, das alles verändert hat, war für mich Fiend das Einzige, warum ich bei Raw anschalten muss. Wirklich. Da warst du nicht der Einzige. Das ging ganz, ganz viel. Der Letzte, der das geschafft hat, war eben Daniel Bryan 2014 und auch CM Punk im Summer of Punk. Die einzigen Gründe, warum ich Raw aufdrehen sollte. Ja? Und dann kam halt das Hell in a Cell Match. Ich denke, darüber muss man keine Worte mehr verlieren. Und seitdem, ich meine, die Segmente mit dem Firefly Funhouse sind noch immer ziemlich gut, finde ich. Das feiere ich noch immer. Ja. Aber ich denke, man nutzt dieses unfassbar große Potenzial im Fiend nicht, bei Bray Wyatt. Man hat hier richtig großes Potenzial. Aber man bookt ihn zu einem unbesiegbaren Monster und man wird das sofort vergessen. Irgendjemand wird da mit einem Spear kommen und ihn sofort pinnen. Und dann bin ich sofort angefressen, weil ich bin jemand, ich vergesse das nicht. Ich vergesse nicht, dass der aus dem Finisher von Seth Rollins um die 25 Mal ausgekickt ist, beziehungsweise sogar aufgesprungen ist. Und das stört mich schon und deswegen befürchte ich, dass man vielleicht beim Fiend sogar schon verloren hat, beziehungsweise den richtigen Zeitpunkt verpasst hat, ihn zu einem absoluten Topstar zu booken der Company.
Also für mich ist das Fiend-Gimmick, unabhängig davon, ob ich es mochte oder nicht, jetzt mal rein aus objektiver Sicht, wenn das denn geht, seit Hell in a Cell gestorben. Also das war ad absurdum geführt in diesem Match letzten Endes. Aber selbst wenn du trotzdem dran festhältst, er ist ja ein Stück weit immer noch over, man ja auch sagen, dann ist erstmal hätte ich Daniel Bryan nicht als Übergangsgegner genommen und wenn ich ihn genommen hätte, hätte ich nicht sein Yes-Movement so verpuffen lassen. Das sind so die beiden Sachen, die mich stören. Mehr gibt's, möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Was sind da los? Warst du das mal? Tut mir leid, ich erwarte niemanden, deswegen alles gut. Lassen wir das einfach. das war meine Glocke. Also. Ja. Ach so. Also, die Tür, Die Tür war geklingelt. Ich bin voll bei dir. Ich erwarte niemanden, deswegen können wir weitermachen. Eine Horrorglocke. Es ist grauen. Nicht schlecht. Okay, also weiter geht's mit dem nächsten Match des Abends. Und da war ich ein bisschen überrascht, dass das nicht der Main Event war. Man hat uns das 5-on-5-on-5 Traditional, auch nicht schlecht, Traditional in diesem Fall ja komplett neu inszeniert, schon weit vor dem Main Event gegeben. Wir haben Team SmackDown, das schon relativ lange feststand, besteht aus Roman Reigns, Braun Strowman, Mustafa Ali, wieder mit Vornamen, Shorty G und King Corbin. Gegen Team Raw, das auch schon relativ lange stand, Seth Rollins, Randy Orton, Ricochet, Kevin Owens und Drew McIntyre. Gegen Team NXT, das eben relativ kurzfristig zusammengeschustert wurde. Auch hier, wenn ich mal gucke, bis auf den guten Walter, waren alle im TakeOver Wargames Match dabei. Tommaso Ciampa, Matt Riddle, Keith Lee, Damian Priest und eben Walter oder Walter, nennt ihn wie ihr wollt. Ja, also ich sag's kurz vorweg, ich fand das Match stark, richtig, richtig stark. Warum viele es nicht so toll fanden, könnte ich mir vorstellen, könnte in den 2 Minuten und 57 Sekunden, was nach 2 Minuten und 57 Sekunden passierte, begründet liegen. Walter war unglaublich over. Also damit wir das mal festhalten, Walter ist im NXT UK Brand, war bei den Invasion Angles mal ab und zu auch im TV. Ansonsten zieht er seinen Bekanntheitsgrad aus seinem Charisma, seinem Auftreten und seinen wrestlerischen Fähigkeiten. Man kann nicht sagen, dass WWE ihn hier irgendwie groß auf Superstar-Status gebuckt hätte. Nee, irgendwie ist der Typ einfach over, ohne dass sich das irgendwer hat vorstellen können. Und Walter war hier over, wurde gefeiert ohne Ende, Walter Chance im Goldberg-Style waren und nach 2 Minuten 57 wurde er gepinnt. Ja, nach einem Claymore-Kick von McIntyre, der out of nowhere war, aber die Fans waren überhaupt nicht zufrieden und Christian auch nicht. Und zu deinem Landsmann muss ich dir auf jeden Fall jetzt mal das Wort erstmal. Also unabhängig davon, dass wir in derselben Stadt geboren wurden. Walter ist der amtierende WWE UK Champion. Warum musst du ihn als erstes eliminieren lassen? Unabhängig davon, ob man weiß oder nicht weiß, da muss ich die WWE jetzt in Schutz nehmen. Man kann nicht wissen, wer over ist. Das war für mich ebenso überraschend wie für viele andere. Aber er ist ein amtierender Champion. Du lässt ihn aufkreuzen bei Raw. Er kämpft gegen Seth Rollins, deinen Top-Guy. Wieso musst du ihn als erstes pinnen? Und das nach 2 Minuten 47 Sekunden. Das ist etwas, und dieser Einstieg in das Match. Und ich habe Flashbacks vom Royal Rumble bekommen, als Daniel Bryan eliminiert wurde. Die Fans haben gebuht, es gab Bullshit-Chants. Zu Recht, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Du hast so viele andere, in Anführungszeichen, weniger oder schwächere Stars in diesem Match, oder du wartest einfach 10 Minuten und eliminierst ihn dann. Mein Gott, es ist ja nicht so tragisch. Aber das ist für mich wieder typical WWE. Man hat eine irre Chance, damit man die Fans mal glücklich macht. Und man hat sie in diesem Match nicht nur einmal vertan. Und Walter, ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Ich denke mal, er bleibt beim UK-Universum. Ich bin mir nicht sicher, ob man Backstage viel von ihm hält.
das wird sich zeigen, aber das hier war extrem unglücklich. Wie gesagt, ich nehme sie in Schutz, man konnte das nicht wissen, aber er ist ein Champion. Unabhängig davon, wie wichtig der Gürtel ist, er ist dein UK Champion. Ja, das war's. Genau. Er ist ja eben nur der UK Champion, könnte man sagen. Ja, du hast schon recht. Da hätte man andere auch vielleicht eher rausnehmen können. Aber wobei, ich guck mal gerade. Punishment Martinez, da muss man mal gucken, ob man ihn in höhere Regionen bringt. Matt Riddle wird geliebt von Vince. Ciampa, mit dem hast du eine ganze Menge noch vor. Ich meine, ja. Und Keith Lee hat den Push bekommen. Du hast Damian Priest oder wie gesagt, du wartest halt deine. Es macht ja keinen Unterschied, ob du einfach dieses Match mal 10, 12 Minuten laufen lässt und ihn dann eliminierst, aber nicht nach 2 Minuten. Ja, da hast du schon recht. Und man kann es auch nicht sagen, er hat gerade seine Powerphase gehabt und alles niedergemäht und wurde dann hinterrücks angegriffen. Klar kannst du machen, aber passt nicht, wenn du Walter als Maschine darstellen willst. Na, das hast du schon recht. Das kann ich schon nachvollziehen. Ansonsten, wie gesagt, fand ich das Match aber trotzdem richtig stark. Ich gehe mal die wichtigsten Sachen so durch. Orton durfte seine RKOs zeigen, ob das jetzt so wichtig ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Gott sei Dank wurde Orton dann trotzdem relativ schnell. Übrigens von Matt Riddle. Das habe ich bei mir hier upset, extra unterstrichen. Riddle pinnt Randy Orton. Er wird zwar danach sofort eliminiert, aber was sehr schade ist, aber Riddle pinnt Orton, das ist meiner Meinung nach erwähnenswert. Ja, das denke ich auch. Und zeigt auch, dass Vince wohl mit dem guten Riddle vielleicht noch ein bisschen was vorhaben könnte. Schade, dass er halt dann sofort raus ist. Denn ein Orton wird... Schade, dass er halt dann sofort eliminiert wird. Ja, das ist in der Tat unglücklich. Auch vor allem, weil Orton seinen Heat zurückgekriegt hat, nachdem man selbst noch einen RKO dann ansetzen konnte. So, ne? Aber das ist eben bei Orton so, dass das, wenn man ihn schon pinnt, dann kriegt er immer noch ein bisschen was zurück. Strowmans Ausscheiden fand ich ein bisschen blöd. Allerdings fand ich es auch da in Ordnung, weil das der erste Stein im Fundament von Keith Lees Aufbau war. Strowman hat ja alles umgerannt, hat dann nochmal einen zweiten Sprint hinlegen wollen. Und ist dann mit Keith Lee zusammen geprallt, kann man sagen. Und gab es dann da noch den Claymore-Kick hinten ran? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nur, dass er zuerst mit Keith Lee doch übelst zusammengerasselt ist. Ja, außerhalb. Und genau. Das war doch... Genau, außerhalb. Es gab den Claymore-Kick von Drew McIntyre. Er hat es dann in den Ring geschafft, Keith Lee ebenso. Und Strowman wurde dann ausgezählt. Genau. Also das heißt, es war eine Mischung zwischen Zusammenprall und Claymore-Kick, die Strowman hier sozusagen ausgeschaltet hat. Insofern war hier der erste Wacheffekt für Keith Lee, der es dann geschafft hat, Strowmans Demolition Run sozusagen zu stoppen, was ja auch das erste Mal so passiert ist. Ist mir auch, sag ich mal, als kleine nennenswerte Erwähnung hängen geblieben. War auf jeden Fall, stimme ich zu. Ja. War aber nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte, sozusagen. Ansonsten lief es wie vorher gesehen. Sie haben dann ihre Spots bekommen. Ricochet, der mit so einem merkwürdigen Gemisch aus Spider-Man und Batman-Kostüm da rumlief. Das ist wirklich nicht fürchterlich. Gut. Also, das fand ich auch. Ricochet, auch so ein Fall ihrer Performer. Wenn man so sieht, sie suchen ihren High Flyer, den nächsten Topstar, er steht bereit mit Ricochet und dann, also dieser Aufzug, das ist nicht meins. Also wer weiß, vielleicht gibt es Leute, die feiern das extrem, ist auch okay, aber meins ist es nicht, definitiv nicht. Ich glaube auch die du damit erreichen willst, nämlich die jüngeren Leute, stehen da auch nicht drauf, also, kann ich mir vorstellen. Also so jung sind wir ja nicht mehr, aber wir werden es erleben. Das ist eben, Vince will da die Superhelden, jungen Leute, Marvel und so ansprechen, ob es funktioniert. Ich bin da mehr als skeptisch, ehrlich gesagt. Ansonsten, klar, hier kann nicht jeder glänzen. Also Shorty G, Kevin Owens, Damian Priest, Randy Orton, Ricochet auch, Ali. Das war alles so, ich will nicht sagen Fallobst, aber die waren da, haben ihre Rolle erfüllt und sind dann ohne großen Effekt raus. Also Orton zum Beispiel durfte sein RKO zeigen,
Ali durfte ein paar Aktionen bringen. Owens hat so viel hier nicht gerissen. Er hat einen Frog Splash gezeigt, einen Shorty G rausgeholt. Tut mir das, ich unterbreche. Ich finde, das war eine gerne. Schöne, also ich mag diese Kleinigkeiten irgendwie. Er hatte ja die Entscheidung, ob er den Frog Splash auf Tommaso Ciampa zeigt oder eben auf Shorty G. Und wenn man sich an Takeover erinnert, hat er im Team Ciampa mitgewirkt und hat sich dann eben für Shorty G entschieden. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool, auch wenn er dann von Tommaso Ciampa eliminiert wurde. Aber das fand ich eine nette Anekdote zum Match. Genau. Wer hier scheinen durfte, waren in Ansätzen Ciampa, aber eigentlich auch nicht wirklich. Auch nicht Seth Rollins, muss man, finde ich, deutlich sagen. Der war zwar relativ lange drin, aber unabhängig davon, dass er stetig ausgebuht wurde, waren die weiteren Stars, also gut, Matt Riddle durfte das Ausrufezeichen setzen gegen Orton, was aber, wie du ja auch schon richtig sagtest, entsprechend relativiert wurde. Nee, die Stars, die hier wirklich gemacht worden sind, beziehungsweise zementiert worden, war Keith Lee, der genau wie Rhea Ripley einen unglaublichen Push hier gekriegt hat. Und natürlich Roman Reigns, der die Sachen wieder gerade gerückt hatte. Was okay war, sagen wir mal ehrlich. Ja. Ich finde es in Ordnung. Also wenn du Keith Lee das Ding hier gewinnen lässt, das wäre ein Quantensprung gewesen. Ja, denke ich auch. Also gerade die Finish-Phase fand ich hier wieder gut. Im Mittelteil, also fand ich richtig gut. Im Mittelteil wurde hier mal geglänzt, da mal solide performt. Es hat diese Survivor Series Tradition gehabt. Mir hat es floss auch, fand ich, richtig gut vor sich hin. Für mich war das zum Beispiel hier ein 4-Sterne-Match plus. Bei dir glaube ich dann ja entsprechend nicht, wenn das andere das Match of the Night war. Aber ich bin auf deine 2 Cents trotzdem jetzt sehr gespannt. Es war für die halbe Stunde, die es ging, ein kurzweiliges Match. Aber 4 Sterne kann ich da definitiv nicht geben. 3,5 Sterne. Es hat phasenweise echt Spaß gemacht. Es gab coole Aktionen. Aber wie gesagt, der Anfang mit Walter war schon ein großer Minuspunkt für mich. Dann hat man es meiner Meinung nach nicht genutzt, indem man den Hometown Hero Ali hatte. Den hat man auch relativ sang- und klanglos eliminiert. Da hat man dann auch viele Buhrufe bekommen. Das Finish war cool, auch mit Keith Lee. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich finde ihn unglaublich sympathisch. Seine Ausstrahlung irgendwie. Er ist wirklich, also ich bin auch sehr froh über diesen Push. Und wir haben es schon beim Frauenmatch erwähnt. Ich war oftmals verwirrt, wer zu welchem Brand gehört. Das hat auch ein bisschen dafür gesorgt, dass das an der Qualität gehapert hat. Ansonsten, wie gesagt, interessante Sachen wie Riddle mit dem Pin an Orton. Übrigens bin ich auch sehr überrascht, dass Orton relativ schnell aus dem Match genommen wurde. Die Kommentatoren haben es ja gesagt, keine Ahnung, dreimal Soul Survivor. Und vor allem, wir reden hier von Randy Orton. Vielleicht war das eine kleine Strafe wegen seiner AEW-Floskeln. Ja, er wurde mit einem tollen Vertrag bestraft, auch noch. Also. Genau wieder. Interessant, oder nicht interessant, Rollins natürlich mit dem Roman Reigns Treatment von 2015. Wird heftigst ausgebuht. Der hat die Fans komplett verloren. Interessanterweise machen sie aber trotzdem beim Burn It Down mit, wenn er mit dem Fuß auf den Boden stampft. Aber ansonsten, ich denke, 3,5 Sterne. Das Match für die Zeit, wie gesagt, richtig gut durchgegangen. Unzufrieden bin ich nicht. Wie gesagt, man hätte mit Walter und Ali vielleicht ein bisschen mehr machen können, aber das wird das Match jetzt nicht komplett kaputt machen oder hat es nicht kaputt gemacht dadurch. Nee, sehe ich genau wie du. Ja, ich bin mal gespannt auf die Melzer-Sterne, weil ich bin hier bei 4,25. Mal gucken, wo unser großer Meister steht. Ja, ich fand das Match richtig, richtig stark. Wir lassen uns überraschen und das Tolle ist, man kann dann immer gucken, wo man selber steht und ob man irgendwie auf der Höhe des Meisters oder ich gehe auch nicht mit ihm immer konform, aber einfach immer, finde ich mal ganz interessant mitzurätseln. Wie sieht man selbst, wie würde er es sehen? Und dann schaut man mal. Gut, damit war klar,
entweder wird Brock der Main Event oder die Mädels werden den Main Event stellen. Und da Brock als nächstes dran war, war die Frage auch schon relativ schnell beantwortet. Brock Lesnar gegen Rey Mysterio in einem No-DQ-Match. Wie gesagt, ich hätte die beiden lieber in einem Singles-Match gesehen, weil bei einem No-DQ-Match schon relativ klar ist, wie die Match-Story aussehen wird. Und so war es dann ja auch. Mysterio möchte gerne die Waffe einsetzen. Brock versucht alles, ihn daran zu hindern. Und am Ende weiß man natürlich, wird er trotzdem die Waffe irgendwann finden und einsetzen. So war es auch. Das war jetzt alles größtenteils nicht wirklich spannend, was da gemacht wurde. Mysterio sofort aus dem Ring raus, auch coole Doink-Verkleidung übrigens, sah auch irgendwie so ein Clown aus, so ein bisschen sein Outfit. Hat dann versucht, so einen angeblich aus Stahl bestehenden Schlagstock mitzunehmen. Jeder Depp hat gesehen, dass das sicherlich kein Stahl war, so wie der da leicht durch die Gegend zu buxieren war. Lesnar hat ihn davon relativ mit simplen Tricks abhalten können und ihn dann zunächst erstmal bearbeitet. Ein German sah zuerst so aus, ob der ganz übel auf den Stock selber raufging, ging er zum Glück nicht. Also die Wiederholung machte deutlich, dass es nur relativ dicht dran war. Wenn das Ding nämlich auf den Rücken geht, ja, guten Morgen. Also das wäre übel gewesen. Und am Ende war klar, irgendwas wird passieren. Olli und ich unten schon in der Preview, dass wohl Dominik kommt. Ja, und der kam dann auch. Wollte das Handtuch werfen. Ja, das... Völlig bescheuert, die Situation. Lesnar hat das Handtuch ihm weggenommen und selber rausgeworfen. Und... wollte weitermachen, dann kam dann irgendwann die Comeback-Phase von Mysterio, der dann seinen Dominik-Sohn-Eingreifen entsprechend ausnutzen konnte. Low Blow von Mysterio, Low Blow auch von Dominik, der 619 und Frog Splash hinten ran. Schöne Double-Team-Aktion. 5 Sekunden habe ich, oder ich habe kurz gedacht, vielleicht ja wirklich, aber als dann Lesnar auch aus dem Doppelcover ausgekickt ist, war klar, was passiert ist. Dauerte auch nicht mehr lang, weil dann kam auch ziemlich schnell der F5 hinten ran. Wir haben keine 7 Minuten gedauert. Es, ja, wie soll ich sagen, es war zumindest nicht komplett vorhersehbar und das, was doch vorhersehbar war, zumindest fand ich ganz nett umgesetzt. Lesnar behält den Titel, Mysterio ist jetzt der absolute Pfosten, finde ich, aber was soll man sonst sagen? Ich tue mir schwer, was ich mit diesem Match anfangen soll, weil es war relativ ein relativ guter Aufbau vorhanden, also das ging auch relativ weit zurück, also bei der Premiere, glaube ich, also bei der, als man die als SmackDown zu Fox gegangen ist, hat man ja auch bei Raw ein neues Titantron und einen neuen Song. Da hat er ja Brock Lesnar Dominik angegriffen und den Aufbau quasi für dieses Match gesetzt. Ich habe Dominik auch erwartet, muss auch zugeben, dass er die Suplexen relativ gut nimmt. Also das sieht auch sehr gut aus. Auch der 619. Bis auf diese, in Anführungszeichen, Stahlpfeile oder was auch immer das war, wurde ja auch nicht viel eingesetzt. Deswegen war die Stipulation wohl nur auf die Low Blows ausgelegt. Lesnar gegen Small Guys gab bessere Matches. Ich erinnere mich da an AJ Styles oder Daniel Bryan. Das kam da nie und nimmer heran. Wie du habe ich kurz den Pin gekauft mit dem Doppelpin, was überhaupt keinen Sinn ergeben hätte, Rey Mysterio als WWE-Champion. Wie es mit Lesnar jetzt weitergeht, bin ich auch sehr gespannt. Rey, vielleicht ein paar Tag-Team-Matches mit seinem Sohn, um ihn einzuführen. Ansonsten kann ich wenig zu diesem Match sagen. Ich wüsste auch nicht... der Sternenanzahl, ehrlich, ich habe keine Ahnung. Also dafür war es auch vielleicht zu kurz. Und die, ja, vielleicht ein paar mehr Hardcore-Elemente, aber ansonsten relativ unscheinbares Match. Vor allem als Co-Main-Event. Ja, und trotzdem irgendwo spektakulär, ganz merkwürdig, ja. Also es war auch eigentlich kein Wrestling-Match. Es war eine Geschichte, die mit ein paar Spots erzählt wurde. So. Also besser müsste ich auch nicht zu definieren, deswegen tue ich mich mit Sternen auch schwer. So, war ja auch irgendwie kurz nicht anzugucken. Also, so nicht, es war absolut nicht langweilig. Genau. An diesem Match wird man sich, glaube ich, nicht lange erinnern.
Aber ich weiß auch nicht, ob die WWE wirklich gewusst hat, dass sie dieses Match bringen bei der Survivor Series. Das finde ich irgendwie so ein interessanter Gedankengang, aber ja, wie gesagt, keine Ahnung. Als Co-Main-Event definitiv zu schwach, aber ja, es hat jetzt noch nicht so unfassbar geschadet. Da fand ich Fiend gegen Brian schlimmer. Ja, also ich werde mich an dieses Match, glaube ich, häufiger noch erinnern, wo der Double 619 kam und Lesnar dann aus einem Doppelcover ausgekickt ist, an das Match selber. Aber da kannst du dich auch dran erinnern. Also das ist ja auch leicht erzählt. Lesnar dominiert, Mysterio kommt mit dem Low Blow zurück, die beiden machen Double Teams und am Ende gewinnt trotzdem Brock. Also das kann man ja, sich das auch merken. Sich also sehr gut, ja. Kann man auch sehr schnell erzählen. Oh, mal gucken. Also ich wette, wenn ich in 5 Jahren, wenn ich darauf anspreche, du wirst das Match noch im Kopf haben. Können wir gerne eine Wette eingehen, ja. Auf jeden Fall hat Ray mehr Zeit bekommen als Kofi Kingston, ja. Also. Ja, deutlich. Oh Gott, mehrere, oh Gott, müssen wir ausrechnen, wie viel mal mehr? Ich meine, 5 Sekunden und 7 Minuten, da liegt ja doch ein etwas, bisschen was zwischen. Etwas. Okay, ja, und dann war Main Event Zeit. Und der Main Event bestand in einem Triple Threat Match zwischen den weiblichen Champions, bei dem es um nichts ging. Ja, also ja. Du kannst mir tausendmal Brand Super Mercy erklären. Ja, das habe ich auch tot, ganz groß hingeschrieben. Aber das können wir vielleicht nach der Show, das Punktesystem. Ja. Gerne. Shayna Baszler, NXT, Bayley, SmackDown und Becky Lynch, Raw, haben ein Triple Threat Match gehabt. Es hat eine gute Zeit von 18 Minuten bekommen. Und ich habe im Vorfeld gesagt, ich bin mir bei dieser Ansetzung nicht so sicher und ich bin auch nicht so richtig glücklich darüber. Und ich sage auch nach dem Match, meine Bedenken haben sich irgendwie, zumindest für mich, als wahr erwiesen. Das war alles nicht schlecht, aber es war auch nicht so toll. Ich weiß nicht, wie ich es. Sie haben ja auch hart gearbeitet, aber ich habe keinen richtigen Matchfluss gesehen. Ich habe dann am Ende Shayna Baszler gegen Becky die Submission-Phase. Habe ich verstanden, war auch okay. Aber es hat, du hast es auch so schön gesagt, es hat mich dann doch nicht immer so richtig abgeholt, dieses Match. Es war ein gutes 3-Sterne-Match, 3 Sterne, ja, vielleicht sogar plus, aber so viel dann bitte auch nicht. Es war für mich kein würdiger Main-Event. Absolut, Christian. 100% stimme ich dir zu. Für einen Main-Event war das sehr schwach. Vor allem, ich hatte auch hier etwas höhere Erwartungen, jetzt nicht so wirklich krass hoch, aber du hast halt Bayley und Becky Lynch, die im Ring gut sind. Du hast Baszler, die sich so unfassbar gut gebessert hat. Du hattest doch einen coolen Aufbau. Vor allem, ich erinnere mich immer noch wieder an dieses Sit-Down-Interview mit Becky und Baszler. Aber irgendwie, auch 18 Minuten, es war sehr lang. Also man hat die Länge wirklich gespürt. Ich war dann noch etwas überrascht, dass Bayley, als sie ausgetappt hat, da war ich dann so, oh, okay, Match ist vorbei. Für Baszler natürlich ein irrer Sieg, aber wie wir schon kurz angedeutet haben, für Becky hat dieses Match sehr wenig Sinn gehabt am Ende. Das hat mich auch gestört. Und was mir aufgefallen ist, Baileys Entrance, da war ja mal gar keine Reaktion. Aber wer erwartet das denn ganz ehrlich? Ja, das stimmt. Ich fand das gar nicht so schlecht mit den Zerhacken der Bayley Buddies. Hat sie auch dringend nötig gehabt, den Hiltern, aber sie wurde auch in dieser ganzen Fehde, und man hat das auch irgendwie eingebaut, wurde sie overlooked. Und das haben sie so präsentiert und haben es dann in die Storyline reingehaut, und man fragt sich, warum sie keine Reaktion hat. Ja? Aber es war erschreckend, vor allem Chicago. Aber sie tappt aus. Bayley ist damit für mich als SmackDown-Championess komplett hinüber. Ja. Becky holt sich noch ein bisschen Prestige zurück mit der Attacke danach. Aber ja, Main Event der Survivor Series, die grundsätzlich bis dahin wirklich gut war. Ja. Wenn da jetzt noch der Main Event alle vom Hocker haut, ist das eine richtig gute Show. Deswegen hat man hier leider eine richtig gute Chance verdaddelt, ja. Also ich bin wirklich enttäuscht, ja. Vor allem mit diesen Workerinnen im Main Event hätte man mehr erwarten können.
Ja, also ich war im Vorfeld, wie gesagt, schon nicht so mit großen Hoffnungen reingegangen. Ja, also du hast es vorhin schon gesagt, ja, nach 8 Minuten dann tappt dann Bailey aus. Darf ich gar nicht laut sagen, aber ich dachte, ach ja. Schön, Gott sei Dank, ist vorbei. Also ja, leider. Ich wollte auch nicht mehr weitergucken irgendwie. Man war froh, als es vorbei war, zumindest viele. Und freue mich für Baszler, die jetzt hier mit Keith Lee bei diesem Wochenende aber mal derart nach vorne gepusht wurde. Immerhin gegen Becky bestanden, Bailey ausgetappt und am Tag vorher, gut, da hat sie jetzt das Wargames-Match verloren, also der Push für Ripley ist schon ungleich größer, allerdings hat hier immerhin Shayna Baszler die SmackDown-Championess zum Aufgeben gebracht und das ist schon doch mehr als nur eine Randnotiz wert und für Shayna, Rhea Ripley, Keith Lee und Adam Cole, da kann man wohl von ausgehen, dass man die in der nächsten Zeit intensiv gepusht sehen wird. Mag natürlich vielleicht auch alles nur den Hintergrund haben, NXT ja. So ein bisschen ins Rampenlicht zu rücken, dass vielleicht gar keiner weggeht. Vielleicht braucht man Shayna auch bei NXT, dass man gar nicht vorhat, sie wegzudraften. Das werden wir alles verfolgen. Aussage am Ende, NXT, der Gewinner dieses Wochenendes, nicht nur der Gewinner der Survivor Series nach dem merkwürdigen Punktesystem, sondern auch der Gewinner des Wochenendes. Ich bin mir sicher, dass die Ratings in den nächsten Wochen erstmal relativ weit oben bleiben werden, weil der Push dann doch zu spürbar war, den man ihr, den Brand hier gegeben hat, als dem neuen dritten Brand, der jetzt nicht mehr nur auf eigenen Beinen steht, sondern mit großer Schützenhilfe von Vince persönlich jetzt als gleichberechtigt inszeniert wird. AEW wird jetzt Probleme kriegen, da bin ich mir relativ sicher, zumindest die nächsten Wochen. Und AEW wäre gut beraten, einfach ihren Stiefel weiterzumachen. Einfach durchzuziehen. Und ach, wer bin ich, der hier Ratschläge gibt? Ja, aber so rein vom Gefühl her, jetzt bloß nicht Richtung WWE gucken. Ja, das wäre auch der größte Fehler. Ja, und von daher, mal gucken. Also WWE wollte NXT pushen, haben sie geschafft. Zwei gute Shows abgeliefert, eine richtig gute und eine immerhin doch ziemlich gute. Und Fazit, zumindest ein richtig gutes Survivor Series Wochenende, würde ich zusammenfassen sagen. Absolut, ja. Also TakeOver hat richtig Spaß gemacht. Survivor Series ging wirklich locker runter. Ich habe mir das in einem Stück angesehen. Bis auf eben die Kleinigkeiten, die wir bemängelt haben. Am Ende, wie gesagt, das Punktesystem vielleicht etwas unglücklich gestaltet. Da hätte man vielleicht je nach Match aufsteigend die Punkte vergeben können. Erstes Match ein Punkt, zweites Match zwei Punkte. So war der Main Event dann irgendwie für Becky ziemlich gelaufen. Okay, fürs Prestige, ja. Grundsätzlich aufgrund der doch noch sehr gegenwärtigen des Drafts und des Shake-Ups hat ein bisschen vielleicht der Grund gefehlt, warum die sich jetzt so bekämpfen. Ja, es ging um keine Trophäe. Die Brand Supremacy springen eher alle hin und her. Man hätte da vielleicht irgendwie irgendetwas auf die on the line quasi geben können. Vielleicht ein Royal Rumble Spot, die Nummer 30 für den gewinnenden Brand. Ja. Wenn NXT gewinnt, dann können sie sowohl für die Damen als auch für die Herren den Royal Rumble Spot Nummer 30 vergeben in irgendwelchen Matches. Aber so, am Ende hat NXT gewonnen, ist auch gut so. Sie wurden in den Main-Shows gut dargestellt, sie wurden bei der Series gut dargestellt, da hatte ich ein bisschen Angst, dass man da runterschraubt, aber am Ende finde ich ein tolles Wrestling-Wochenende, da kann man sich vieles ansehen und es ist keine Zeitverschwendung, deswegen absolut, so, sehr, sehr solide, ich persönlich bin glücklich mit diesen zwei Shows. Ja, ich auch, muss ich sagen. Das hat mal wieder richtig Spaß gemacht und beim Marktführer sage ich sowas ja nun schon lange nicht mehr so häufig. Das ist schon bemerkenswert. Auch was du gesagt hattest, man hätte irgendeinen Preis ausloben sollen. Schon ja. Macht das alles wieder ein bisschen Sinn. Was diese Vormachtstellung angeht, Freunde der Sonne, letztes Jahr hat SmackDown alles verloren und hat es irgendwas gebracht? Nö, war völlig egal. Auch die Shane McMahon Storyline, ich werde hart durchgreifen. Nix ist passiert damals. Von daher, das kauft euch doch keiner mehr ab. Dann gibt doch irgendeinen Preis und schon macht es zumindest ein bisschen Sinn, weil der Mensch, wenn der Mensch irgendwas ist, dann ist er gierig und will irgendwas haben. Und das kann jeder nachvollziehen. Ja. Kannst du ja da draußen hinstellen, mein Gott, es ist ja egal. Aber genau.
Ja, bei Crown Jewel dann nächstes Jahr. Ja, aber das war, wie gesagt, das Wochenende. Ich habe tatsächlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Bedanke mich herzlich bei dir und gebe dir natürlich nochmal die letzten Worte, falls dir noch was auf der Seele brennen sollte zum Survivor Series Wochenende oder sonst dein Wort zum Wochenstart. So möchte ich dir jetzt hier nicht die Sache vorenthalten. Ja, vielen Dank. Also ich möchte mich bedanken. Ich hatte wirklich Lust, da mal mitzumachen beim Podcast. Vor allem habe ich mir auch einen richtig starkes Wochenende ausgesucht. Von daher vielen Dank, dass du mich da herzlich aufgenommen hast. Grundsätzlich kann man sagen, und das hast du schon erwähnt, ist bei WWE nicht so häufig der Fall, vor allem bei Main-Show-Pay-Per-Views. Man kann sich die Survivor Series ansehen und ich denke, das war in diesem Jahr nicht so häufig der Fall mit den WWE-Pay-Per-Views. Es hat Spaß gemacht. Ich kann es den Leuten herzlich empfehlen, vor allem TakeOver. Ansonsten bin ich gespannt, ja, Raw, SmackDown, NXT, wie es mit den Shows weitergeht, vor allem Fox mit SmackDown, die Ratings, da können sie nicht so zufrieden sein. Wie geht es mit NXT und AEW weiter? Ich persönlich glaube, dass AEW wenig Probleme haben wird mit den Ratings. Ich glaube, sie werden so ziemlich jede Woche bis WrestleMania gewinnen. Und Raw, ja, ich bin gespannt, wie es mit den Main-Titeln weitergeht, also mit der WWE Championship von Lesnar, mit dem Universal Champion Bray Wyatt. Aber ansonsten, ja, fällt mir auch nicht weiter ein. Also grundsolider Pay-Per-View, hat Spaß gemacht. Der Podcast hat mir persönlich sehr Spaß gemacht. Vielen Dank da nochmal. Und ja, das war's. Ja, wunderbar. Also bei Raw glaube ich auch, Raw wird Probleme kriegen. Denn wenn WWE im Moment irgendwas vernachlässigen wird, dann wird es Raw sein. Mhm. Denn Vince verliert nicht gern, deswegen wird NXT im Fokus sein. SmackDown muss im Fokus stehen, weil bei Fox man sich etablieren muss. Und auf dem USA Network ist man froh, dass man Raw hat. Und wenn man da unter 2 Millionen geht, wird man das so lange verknusen, wie der Rest da noch schlechter läuft. Von daher glaube ich, dass Raw im Moment, so komisch es klingt, die A-Show, das Flaggschiff, zurzeit am ehesten stiefmütterlich behandelt werden wird, wenn man sich von den drei Shows auf WWE-Seite was aussucht. Auch das gilt es zu verfolgen, das machen wir. Ich sag vielen Dank, dass du da warst. Hat mich gefreut, dass du die Zeit kurzfristig irgendwie tatsächlich hattest, weil ich habe ja heute händeringend gesucht und Christian meinte, ja, ich bin dabei. Und hat ja auch geklappt. Hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Wir werden dich dann immer als Backup in der Hinterhand haben. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Start in die Woche. Bleibt uns treu, wir euch sowieso. Bis bald. Tschüss. Ciao.